Jetzt erstmal sonst. Wow. Leute, ey. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Jugendzimmer. Heute mit vielen fantastischen Leuten, zum Beispiel Hauke hier. Hauke, guck doch nicht immer so auf den Rechner. Ich wollte doch Mutti gucken. Man kennt dich doch hier. Oh, schön, ja. Schön, dass du da bist. Hallo. Na? 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 Hier zu meiner Rechten ist doch der Ian. Adrian, wie geht's so? Oh, hallo. Ja? Und friedlich. Der Simon. Hi. Hi. Es geht sehr gut. Mein Name danke der Nachfrage. Sehr gerne. Hallo Finn. Hallo Onkel. Meine Mutter nennt mich Michi. Meine Mutter nennt mich Michi. Meine Mutter nennt mich Michi und du nicht. Ja, so. Dankeschön. So, jetzt müssen wir erstmal ankommen. Du hast es richtig, richtig schön hier, Alter. Ja, wirklich. Ja. Du hast das geilste Zimmer. Hier, und die geilste Mutter. Pass auf, wollt ihr was trinken, Leute? Voll gerne. Ja, gerne. Ja, also, was hast du? Pass auf, wir können hier alle reingucken. Pass auf, guck mal rein hier. Ah. Bierchen? Ja. Ja? Ja? Ja. Bitte nicht werfen. Oh, kann ich es als letten? Yo! Boah, Alter! Guck mal hier rein, da! Guck mal hier, was hier abgeht, Alter! Da geht die Rocket Beans Kohle hin! Super Moon! Chocolate Cheers! Oder hier! Danke dir, Crazy Dead Man! Nee! Pass auf, ich hab ein bisschen upgegradet. Pass auf. Wollt ihr schon ein Eis? Kleines Eis schon? Ich sehe auch meine Brille. Ja, klar, komm, gebraucht. Immer noch ein Eis. Die beste Sendung. Traurig ist das. Simon, du bist gut. Wie gut man hier verpflichtet. Ja, das ist vielleicht nicht so klug. Ian? Du hast den Teppich ruiniert. Ian hat den Teppich kaputt. Ian, normal. Ey, mach so ein paar Chips auf dem Boden. Ey, sag bitte nicht deiner Mutter, dass ich dabei war. Nein, ich esse ihn noch. Aber sonst darf ich wieder ein paar Monate nicht kommen. Die sind noch gut. Ja. Ich mach mir den Dip hier drauf. Im Zimmer, bitte deine Schwester will duschen. Okay. Ey, deine Schwester ist so heiß. Ja, ich weiß, ist die geilste. Aber finde ich nicht, weil ich stehe nicht auf meine Schwester. Ja, das ist ja klar, aber du kannst mal für uns mal ein Foto oder so. I'm in. Okay. 5 Mark. Ey, kann man nicht bei euch über das Dach ins Bad gucken, über das Dachfenster. Das geht schon. Das ist mega schon geil. Hast du schon ausprobiert, ne? Ne, ich frag mich nur gerade, ob das gehen würde. Wir haben was erfunden. Das geht nur auf. Guck mal. Geil. Das geht. Ich mach dir einen fertig hier. Das geht! Wo sind dein, ja, mir geht. Oh, was geht alles aus dem Bett? Alter, was ist gerade? Das ist ein Kombi, Alter. Crazy Dip mit Eis. Crazy Dip. Boah! Das ist ziemlich geil, ne? Mach mal die Nase rein. Knistert irgendwie viel länger, wahrscheinlich, Alter, weil es kalt wird oder so. Nasen, Blute! Guck mal! Wer hat denn jetzt schon einen Drink? Haben alle Eis und Drinks? Nee, ich hab meinen Drink. Alter, Vater! Geil, ne? Ey, das ist ja wohl der heiße Scheiß. Oh shit! In dem Eis ist Glutamat! 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 So! Wo ist das Eis? Warte. Oh, es prickelt zu sehr. Oh. Ist zu prickelnd. Kannst du mir noch so eine Ladung bauen? Ja, klar. Oder ist das ein Crazy Dip? Ich hab die Sonnenbrille kaputt gemacht. Nein. Wo sind denn die Chipsletten hin? Pass auf. Egal, welche Brille. Hier nach hinten verloren. So, liebe Leute, es ist immer wichtig bei so einem Jugendzimmer, dass wir gemeinsam was Schönes erleben. Ja, wir gründen. Ich hab 1000 Spiele mitgebracht. Ich bin bereit. Das stimmt. Ich habe auch von meinem Kumpel. Oh, warte. Alter, ey. Ist das drin? Klar. Na, der wirklich sieht man sogar noch. Das war ja heftig. Es ist nur Brausepulver. Das ist jetzt schon meine absolute Lieblingssendung, in der ich jemals zu Gast war. Sind nicht das viele gemütlich. Das ist schon geil. Oh, ist das schön. Meine Nase kribbelt. Ich kann auch einfach schlafen. Kann einer moderieren? Ich muss mich konzentrieren. Ich weine gleich. Okay, gib mir einen Controller. Ich meine, ey, früher hat man auch nichts gemacht. Eigentlich haben wir keinen Plan. Wir haben noch so Musik gehört zum Beispiel. Weißt du, das waren noch die Zeiten, wo man so ein ganzes Album durchgehört hat. Stimmt. Und hier kennst du das und so. Ich weiß nicht, ob man das heute noch macht. Heute checkt man eher so die auf Playlist. Auf YouTube darfst du schon mal nicht machen. Was ist dieses heute von denen? Schon zusammen ein ganzes Album durchhören, das war echt so eine Aktivität. Wir haben das gemacht, ne? Im Jugendzimmer. Ich hab Flick gemacht. Das war für mich im Jugendzimmer immer Musik. Was hast du gemacht? Was hat Finn Kliemann gemacht im Jugendzimmer? Ich hab meinen Mutter geholt. Ja? 12 und 18. Ja, ihr habt euch getroffen, gemeinsam runterholen. So schätze ich Finn auch ein. Ja. Guck mal, ich habe hier eine neue Challenge. Ja, genau. Profi wichsen. Ich wollte sagen, getroffen, er hat Leute eingeladen. Ja, genau. Die wussten nicht immer, was ihr erwartet. Oh Gott, ich habe Angst vor heute. So, können wir einmal Prost sagen? Weil ich nimm das hier. Kannst du auch meins, ich muss so fahren. So aus, ne? Achso, okay. Ja, nee. Ich kann nicht was an. Oh, was ist das? Wo sind die geilen Tücher? Ich brauch gleich zu. Was hast du für geile, was kannst ist das? Also kann man das hören? Hier, meine Nase. Kann ruhig sein. Die glitzert, ne? Ja.
Das ist nicht okay, mein Hirn. Alter, kannst du bitte davon noch, noch eins trinken? Arrogant Bastard Ale. So, das ist ein gutes Bier. Also Leute, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Alter. Wünsche euch auch einen schönen Abend. Auch einen schönen Abend, ne? Auch euch da. Schön, dass ihr alle... Schön, dass ihr sagt, Fußball ist heute nicht. Ist heute irgendwas? Nee. Ist heute Fußball? Mhm. Simon, ohne Scheiß. Da liegen irgendwo Tücher. Kannst du mir die mal rüberschmeißen? Wofür? Warum hast du Tücher neben dir? Also, naja. Für meine Auflaufterminase. Mit irgendwas muss man die Handcreme hier abwischen. Ich hab so einen so ein Papierkorb, der einfach nur voll ist. Das, so ein ekliger Topf Vaseline, wo immer so drei Fingerabdrücke drin sind. Auf jeden Fall schon. In Vaseline. Oh. Es ist keine Vaseline, wenn ich mindestens drei kurze Haare dazu nehme. Aber das kann auch von so einem Hobbitfinger kommen. Oh, wenn man Hobbit zu Hause hatte. Die guten zum gemeinsamen Onanieren. Ey, Mann, das ist aber richtig schön hier, wirklich. Jetzt ist alles schwarz-weiß, Fernseher, Nebelmaschine, Alter. Das hier ist alles. Der Videochat. Oh. Ne? Der Videochat. Also, Kanal 63. Du kannst miterleben, was hier passiert. Also, ich weiß nicht, ob du es weißt, das ist hier so Big Brother-mäßig. Du wirst hier abgefilmt. Ja, genau. Ist da noch Elternsperre drin, also Kindersperre drin bei dem Videotext? Aber viermal die Null. Da geht das schon. Hab ich schon rausgefunden. Wir wollen gleich ein bisschen zocken, ja? So ein bisschen so ein paar alte Games. Simon hat geilen Scheiß mitgebracht. Wir haben alle, da vorne liegen so viele Spiele wie noch nie. Tatsächlich? Von euch allen. Wer hat denn da noch alles gespendet? Ich. Jan? Nee, hab ich nicht. Ich wollte nur welche mit nach Hause. Du kannst noch ein paar mit nach Hause. Hätte ich gewusst, dass wir einen N64 zocken. Ich hätte noch ein paar gehabt, aber nicht so geile. Da sind so geile Sachen wie Diddy Kong Racing. Ein guter Kumpel von uns allen, ja, der Fabian, ne? Mhm. Der hat gesagt... Hier, kennt ihr Snowboard Kids? Oh, Snowboard Kids, das wäre der Shit. Okay, das sollte auf jeden Fall das erste sein. Hatte, wirklich, du kennst das? Du kennst das? Ich kenn das wirklich. Der Typ, der alle wenigstens sagt, Snowboard Kids! Das heißt nicht, ich bin darin genauso beschissen wie in jedem anderen Spiel. Das pass auf, gibt. Oh, starten wir. Aber du hast es schon mal gesehen. Wer von deinen Buddies hatte das? Lars hatte das, Lars Kelbert. Ja, okay. Der hat Snowboard Kids. Und war der sonst auch cool? Ja, natürlich, der war genauso cool wie wir alle. Das ist ja die Frage. Seid ihr nicht alle so richtig im Dorf aufgewachsen oder haben wir Stadt? Kinder. Wir sind Dorfkinder. Ja, wir sind alle Dorfkinder. So richtig schlimm im Dorf. Schon normale Dorf. Richtig Dorf. Krogi, du auch? Bist auch ein Dorfkind? Ey, ich bin ein richtiges Dorfkind. Ey, ja, so richtig derbe. Aber wart ihr da nicht früher auch mega viel draußen? Oder als die Konsolen rauskamen, habt ihr dem Draußenleben abgeschworen? Also, also nach der Schule sind wir mit einem Kumpel hing da ab und dann haben wir erstmal drei Stunden rumgesessen und dann sind wir raus. So. Ey, wir waren im lokalen Supermarkt und haben da gezockt. Ey, da war vorher. Ja, das war geil. Schön zum Famila. Ach, fuck. Der ist wieder belegt. Der Slot. Ja. Du warst Famila, du hast ja richtig in der Metropole gewohnt. Famila gab's doch damals noch gar nicht. Alter, wir haben richtig gefeiert. Damals gab's Dixie. Nee, vor Dixie gab's auch noch andere Sachen. Doch, Famila gab's da auch schon. Famila gab's. Also wir haben richtig gefeiert, als bei uns am Bahnhof in Ocholt hat so ein Snackautomat wurde aufgestellt. Das war für uns, Alter, kulinarisches Angebot so hoch 10.000. mehr Läden hattet ihr nicht. Es gab einen Markant, so einen ganz kleinen. Und dann irgendwann kam so ein Spar damals. Jetzt ist ja Edeka. Spannend. Aber das kam voll spät, der Spar. Da waren wir, glaube ich, schon 16 also oder so. Supermarkt habe ich sehr spät entdeckt. Mhm. Irgendwann bei uns in die Stadt, das war dann schon die Kleinstadt. Ich bin da immer gewechselt, die von Dorf zu Stadt. Und Kleinstadt, da haben sich alle gefreut, als ein Globus kam. Das war so, wow. Stimmt, das ist ja da diese kannst du Kette. Alles kaufen. Wir haben Elektronik, aber auch, weiß ich nicht, Äpfel. Das ist so eine große Kette. Da kennt man nur im Westen so ein bisschen. Ja, das ist ja kein Scheiß. Da gibt es auch Leberkäse bei Globus, weil es noch immer für einen Euro, wenn wir da waren. Das war mal ein Supermarkt. Das gibt es immer noch. Globus gibt's. Wie heißt das jetzt? Globus. Das Ding das ist so. Orange und grün, das Logo, glaube ich. So ein oranger Globus mit so grünen Stricken. Super hässlich. Kaffu noch? Nee, Kaffu kann ich auch nicht. Das ist Kaffu, Alter. Alter, ist das Snowboard-Kids, oder was? Snowboard-Kids, Leute! Das guckt ja die Hunde. Ja, aber es sieht ganz lustig aus. Ja, das ist geil. Das ist Schnee, was los? Was hat der Schnee? Das ist ja Schnee. Ich verstehe das nicht. Wir machen natürlich Vier-Spieler-Modus. Ja. Ist klar. Wollen wir einfach mal starten eine Runde? Mal zum das Ding ist, jetzt ist das ja sehr, sehr luxuriös. Damals war ja 4 Splitscreen auf der kleinen Möhre. Alter, du hast ja nichts mehr gesehen. Ey, ist wirklich wahr. Ey, so einen Fernseher hatte keiner. Nee. Nee, ey, ich hab ja so einen Fernseher bekommen, da sind meine Freunde zu mir gepilgert. Ey, mein Vater hatte ja schon einen Computer, also eine Internetfirma und dann hatten wir 4 ISDN-Leitungen. Und dadurch war unser Internet wirklich so, dass es dich zurückgeworfen hat im Stuhl. Die Kumpels waren immer bei mir mit Rechner, so echt Rechner auf dem Einkaufswagen von diesen Carpels und sind zu mir gefahren, um 2 Tage zu zocken. Oh, Alter, das ist so hart. Du solltest das nicht. Nice, ey, nochmal, nachträglich. Gute Aktion.
Pass auf, ich hab auch so meine Mutter muss den Fernseher trocken. Komm, komm hier ran. Ich hab einen Zweitfernseher, hab ich immer mitgebracht zu Freunden. Und dann haben wir da Linkkabel-Sachen gemacht. Versucht ihr. Zwei Playstation verlinken. So harter Ghetto-Shit. Pro-Shit. Ja, aber es war geil. Ja. So ein Wochenende Party und irgendwie saßen da zwei Leute mit Lenkrädern, mit so Plastiklenkrädern, die gegeneinander gefahren sind. Bei dir kamen sie immer alle zum Shoppen vorbei, ne? Du, ja, du warst so eine kleine Arcade warst du im Dorf. Ja, aber ich bring meine Arcade auch immer zu anderen. Also du hast ja die Freunde mal mit Konsolengames gekauft. Ey, bei uns im Dorf, ne? Nur der Reiste hat einen Lenkrad. Gekauft. Das war der Oberhaus. Ist korrekt. Richtiger. Ey, bei uns war irgendjemand hatte nachher, ich weiß noch, als Dreamcast kam, gab es einen, der hatte die und ich dachte, alter Schwede, ey, bei denen regnet's Gold zu Hause. Der Vater von Florian Brockhoff hatte immer so einen Flugsimulator und sagte danach auch ein Gerät. Das war, ganz war das am PC? Aber das haben viele ältere Herren gemacht. Ja, das haben so viele ohne Scheiß. Kenn ich auch viele. Das ist so das, was heute Landwirtschaftssimulator ist, ne? Ja, so, aber wenn du damals hier mit einem Spiel am PC gezeigt hast, dann hast du meistens nur so einen kleinen so einen PC-Schreibtisch mit einem Sitz davor. Der andere musste sich irgendwie ganz komisch immer so daneben. Oh, das wird das so geil. Ja, ich will nach Hause. Auf mich, der, also der ohne Scheiß. Was immer. Ich will wetten, das kommt. So rollbare Computertische hatte man immer. Aber dann noch erst nach 5-6 Stunden so oder aus Metall, so. Wo man ganz geduldig zugeguckt hat. Ja, die Fächer aus Metall oder so. Leute, komm mal näher ran hier. Oh nein. Das ist auch so wie früher. Das geht nicht. Hier findet man den Scheiß hier. Okay. Jo. Wir sind näher dran anscheinend. Ach, ihr seid viel. Nee, ich gucke zu. Ich möchte gar nicht. Okay, ich möchte gar nicht. Ich möchte erst mal angucken. Das ist aber auch okay. Das, so sind die Leute im Jugendzimmer. Hier. Ihr müsst A drücken. Ah, nee. Finn, dein Mikrofon sitzt super. Wir sind super. Ja, auf jeden. So gut, oder was? Bin ich so set? Du bist mega fly, Alter. Das Wort gibt's noch nicht in der Zeit, wo wir gerade sind. So, ihr müsst einmal drücken, glaube ich. Ja, habe ich schon. Ich bin Spieler fucking 3, oder was? Nice. Okay, zur Erklärung. Hauke, wer bist du? Bist du Spieler 1? Ja, ne? Spieler 1. Ich weiß nicht genau, ja, wir haben alle gleichzeitig gedrückt. 2. Wir haben keinen Rumble Pack, das haben nur reiche Bonzenkinder. Okay, was kann man denn hier? Ist okay, no! Ist okay, no! Nein, das ist nicht okay! Ich was? So, select your character! Ja, ja, klar, natürlich. Jetzt wird's spannend, Leute. Danke. Okay, warte mal, jetzt nimm das. Das ist wichtig. Also, ich bin Spieler 1 auf jeden Fall. Ich bin Slash. Ich bin 3. Ich bin Nancy. Ich kann keinen auswählen, oder was? Nancy ist bestimmt Tom super. Ich will. Linda. Mach mal auf, mach mal am nächsten im Kurz. Ja. Dann bin ich Player 2. Ich nehme Jam. Jam! Okay, Jam! Wer kann ich noch? Ich kann noch Tommy nehmen. Ey, guck mal. Ja, komm, ich bin Nancy. Ja, könnt ihr aber, guck mal, wer nimmt denn Tommy? Tommy kann nicht, außer dass er schnell ist. Der fährt immer gegen die Wand. Auf jeden Fall Tommy. Ich glaube, Linda hätte mit der Nase eine Menge Freundinnen. Mann, auf jeden Fall. Oh, wir sparen das Geld für Strap-Ons. Nice. Okay. Ist es okay? Ja, ja. Ja, ja, ja. Go, go, go. No, it's not okay. Was müssen wir machen? Gewinnen! Ja, okay. Rookie Mountain nehmen wir natürlich. Kann man schlagen, kann man schießen? Nee, ne? Nee, du kannst nur fahren. Vor allem Runden, ne? Echt? Berg runter, wie viele Runden wollen sie? Freestyle, Around oder Alpin? Ach, das sind Boards. Das sind die Bretter. Du siehst, Alter, ich nehme natürlich nur Allrounder, wie schnell die sind. Ich nehme Allrounder. Ich bin der Typ, der all lieber around the world. Mal, jetzt muss man kurz. Wow, aber Allround ist aber ein bisschen feige, ne? Ach, wir sind ja 5. Letzter, gib ab. Ist es? Freestyle. Ey, keine Ahnung. Ich kann nicht mehr Freestyle zurück. Nehmen. Level, was? Wie Level? Wie ich dich einschätze, wie ich deinen Fahrstil einschätze. Ja, ja. Kann ich mal die Mucke. Ach, schade, die Mucke ist weg. Die war jetzt so richtig nice. So. Simon, kannst du den Nebel mal drücken gleich? Nebel hinter dir, den Knopf ist sehr wichtig. Warte mal, ja, ohne Nebel. Wo bin ich denn? Wie geht's Spiel? Wo bin ich? Wo bin ich denn? Nebel! Hier ist Nebel! Ey, check gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Womit steuere ich denn? Was ist denn das hier? Aber sag mal, wo ist denn. Ach, da oben ist 2. Oh, geil, ich bin nur im Rennen anscheinend. Wo? Wie? Was ist denn hier los? Alter, what the fuck, Mann? Bin ich nicht gelandet hier? Das ist auch kein Problem. Ich bin hingefahren. Was mach ich denn hier? Womit steuere ich denn jetzt? Mit dem Nippel? Pass auf, Schalter! Du, du hast einen Trick gemacht. Ja. Ich bleib auf der Strecke, das finde ich schon krass. Oh, Diggi, jetzt läuft's. Es läuft. Geil. Wie macht man Tricks? Was macht das? Wie schießt man? Wie schießt man die Dinger ab? Ist das so Mario-mäßig? Wie geht das? Nee, ist das. Nein, du fährst einfach nur und du kannst. Mit Z unten. Ah, same frame. Knopf A. Wenn du A kommen lässt, geht's hoch. Okay. Kann man irgendwie bremsen oder driften? Scheiße. Okay, aber wenn du A drückst und drückst, kannst du nicht mehr lenken. Der Nebel geht nicht mehr. Dann gehst du mit einem festen Schuss, glaube ich. War das nicht so? Aber kann man damit nicht lenken? In Original. Aber schneller. Aua! Ich bin voll hingefallen, aber richtig krass. Michael, der Nebel ist kaputt. Oh nein! Der Nebel ist kaputt. Scheiße, ich hätte ja nicht hören. Was ist das? Ach, ich bin im Lift. Was? Bin ich hingefallen? Ich bin hingefallen. Bin ich hingefallen? Du musst halt Lift machen. Du musst halt Lift machen. Nein! Ich war doch Linda! Und wo
du nicht, dass es da weitergeht? Oh Mann, ich war doch schon durch. Alter, man springt aber immer, jetzt, wenn man A drückt. Ist jetzt eine... Ich glaube, das Springen ist ich einfach schlecht. Ich dachte, das wäre schon zu Ende. Nee, fünf Runden, Mann. Eins, zwei, wer ist denn eins? Du. Ey, ich nehme alle Items weg. Ich kann nicht, also... Aber oh, ich habe aus Versehen Scheiße. Mein Charakter lenkt sich auf jeden Fall sehr störrisch, muss ich sagen. Das liegt an der Nase. Übergewicht vorne rum. Scheint schon. Hui. Irgendwie falle ich immer hin, wenn ich A drücke. Okay, aber das Spiel ist killer. Weil du mit A halt in der Abschussposition gehst. Du gibst da okay, seid ihr bereit für den Hardcore-Modus? Jo! Hardcore-Modus! Irgendwie trifft das nur mich! Es funktioniert nicht! Alter, ich hab dich gerade hingeschmissen, ne? Alter, guck! Was soll das denn? Ich kann überhaupt nichts sehen! Meine Augen brennen! Erhöht das Schwierigkeitsgrad. Das sieht so geil. Das ist geil, so geil, ne? Wie lange kann man das gedrückt halten? Ich bin fest, dass das mit Geschmack genug gibt. Ich hab das noch nie so gesehen. Es muss bei ihr ankommen. Erst ich sehe gar nichts. Alles war super. So, jetzt ab in Lift. Kein Fehler. Mann, ey. Jetzt, ich verstehe erst, da ist so eine Schranke vor, Alter. Platz 2. So, ich komm jetzt, Alter. Jetzt bin ich im Lift. Bist schon oben? Viel zu spät, ja. Okay, ich überhole dich. Hauke hat es gerade gedroppt, jetzt kommt meine Chance. Wo ist ihr? Ich bin hier. Ja, aber wo bist du? Ich weiß nicht. Bin ich Zweiter? Klasse, ich bin Zweiter. Nein, du bist Vierter, Ian. Bin ich Vierter? Ja. Also wir echt steuern die ganze Zeit den Falschen. Also ich guck auf den. Ich guck auf den Bildschirm unten links. Sag nicht, dass ich das nicht bin. Nein, wirklich nicht. Nein, ich bin Sechster. Du hast gerade 5 Minuten mit dem falschen Charakter gespielt. Okay, komm, ich übernehme ab. Ich dachte mir schon, wieso war ich denn so gut? Du bist unten rechts, oder? Ja, okay. Scheiße, Mann. Alter, und ich hab dich auch noch abgeknallt. Ja, ich dachte, ich hab 10 Sekunden gebraucht. Ich hab gesagt, ich bin wieder unten links. Da, mit dem Zeigefinger hin. Was kommt? Ist das das Ziel? Oh nein, ich war dir so kurz hin. Ey, du dummer Assi. Du hast mich überholt. Aber ich hab doch... Alter, was ist das denn? Ich hab aber auch... Guck dir das mal an. Ey, warum fährt die Olle nicht richtig Wie geil? Wie viele Runden haben wir? Ich möchte mich noch mal beschweren. Ich hab Slash ausgesucht. Jetzt war ich hier... Wer ist das überhaupt? Ich bin schon im Lift. Alter. Und ich bestell oben schon mal 4 Bier für Alter, unlauterer Wettbewerb! Ich hab nicht diesen Diesen Hunter X Hunter Typen ausgewählt. Er hat mich einfach mit irgendwas abgeschossen, das hat mich in den Himmel katapultiert. Schmeckt nur auf dem Berg übrigens. Das will ich so. Und Schnitzel oder was? Schnitzel, nehme ich immer. Ey, keine Ahnung mit was für ein geschossen, aber ich war einfach 10 Minuten in der Luft oder so. Ich hab einen Fallschirm geschossen. Ich lüge nicht. Es ist die Realität. Okay, jetzt muss ich einfach nur viel besser fahren als du. Fuck, abgeledert. Nein, jetzt gibt doch Stoff, Junge! Oh, jetzt kann ich die steuern. Da ist der Loser. Jetzt fahr, Alter. Ich kann die steuern. Ich kann noch eine Chance. Ich sehe. Ich sehe die Bande da. Scheiße, ich wollte zu viel. Ich wollte zu viel, jetzt wäre ich Dritter. Fuck. Es ist das beste Spiel, was jemals... Oh, der Feueralarm. Nee. Ja, ist der Rauchmelder. Ja, aber das ist normal. Jemand muss den Feueralarm ausmachen. Boah, soll ich es machen? Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Ach, deswegen so scheiße, Mann. Mann, ist das ein scheiß Spiel. Scheiße, ich war kurz weiter. Ich bin Zweiter, Linda. Die ganze Zeit. Linda von Wind, ich spring jetzt rein. Nur Mann, ich war die ganze Zeit Erster wegen einem so einem beschissenen Ding, ey. Linda, das ist ein Kampf. Merkst du das? Alter, ich bin komplett angespannt. So, jetzt hast du einen Krieg. Das Ding hast du da jetzt schon nach Hause gefahren. Ich kann das einfach nicht, die Scheiße hier. Du musst das mit Gefühl fahren. Ich bin wahrscheinlich 4 Runden im Rückstand. Können wir jetzt aufhören zu spielen? Ich würde sagen, dass du die ganze Zeit rückwärts gefahren bist. Nee, wir sind kann Lab, auch sein. Wir sind Lab 5 von 5. Du bist Lab 4 von 5. Bin ich irgendwo in der Nähe von euch? Nee, du bist halt eine ganze Runde. Ja, siehst du? Ich bin eine Runde im Rückstand. Oh. Alter. Boah, ja. Ich fahr so clean, ich hab nach seit anderthalb Runden keinen Fehler. Echt jetzt? Ja klar, guck doch, Alter. Fuck, da warst du! Oh nein, ja, ich hab. Oh, das spannt mich. Jetzt, Alter! Nein, Linda! Du bist nicht nur eine geile Kartoffel! Nein, ich bin so dumm! Ich bin wieder schnell gefahren und ich falle immer hin. Ich hab nicht verstanden, wie man schnell jetzt, fährt. Jetzt, Baby, komm. Okay, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Ich schieß dich ab jetzt noch am Ende. Nein! Hör auf! Ich hab mich selber abgeschossen! Hör auf! Alter, nein! Go! Jetzt! Nein! Scheiße! Nein! Nein, du machst es kaputt! Das Bett! Ich bin mega leid! Das Bett! Oh, schön! Nein! Oh Mann, ey! Ich war die ganze Zeit Erster! Schuh aus! Scheiß Item! Schuh aus, ey! Also, ich hab keine Lust, jetzt noch zu Ende zu fahren. Weißt du, Ich kröne dich! Nur billig! Ich kröne dich! Spaß, Alarm! Ich meine, ich hatte ja auch 20 Jahre. Alarm! Hier! Du hast die erste Runde gewonnen. Jugendzimmerzeit. Liebe Leute, Gabi will kurz eben putzen, glaube ich. Können wir kurz Werbung machen? Ja? Sehr viel Dreck.
komm gleich zurück, ja? Bitte kein Bolz hier, es geht nur ab hier. Mal meine Möpse aus. Dann können wir machen. Es geht wieder los mit dem Jugendzimmer. Es geht wieder los mit dem Jugendzimmer. Phil ist am Start. Ian ist am Start. Digga, was geht ab? Was geht ab? Ich hab die billigsten. Hast du die zerkloppt? Das ist auch noch die Negerküsse zerkloppt. Ja. Guck mal, das ist auch am Start. Simon ist gerade noch bei Gabi. Warte, ich glaube, er hat die alle zerdrückt. Oh nein. Oh, ich weiß, was jetzt passiert. Alter, Schlossbräu. Ja, aber ey, die PET-Flasche, Alter, darum geht's doch. Mach mal auf den Hupen. Gib mir ein bisschen Glutamat. Da ist leider auch noch einer. Haben wir einen, hat einer Messer? Wir ziehen die Scheiße jetzt weg hier im Jugendzimmer. So Scheiße. Aber auf dem Bett. Wo ist denn Messer? Über ihren, okay? Was? Okay, können wir mal Mucke an, Junge. Michael, braucht ihr etwa? Ich glaub bei euch pieps wohl. Ich dachte, das hätten wir geklärt. Zwing mich jetzt hochzukommen. Hast du eins? Schön, dass du Mutti, ich mach Mucke an. Bist du bereit? Okay. Einfach mit Messer in die Teeflasche. Aber, okay. Mach mal kurz die Konsole hier. Aber du musst doch dann... Pass auf, ich schwimme die Konsole schützen. Ja, fängst du an? Einstecken oben auf. Fängst du an oder was? Ja, ich bin bereit. Okay. Ja, wer trinkt denn dann? Du? Ich dachte, du kannst auch mir. Nee, fang nur an. Du musst ohne. Es ist eigentlich unmöglich, dass jemand anderen erwischt. Oh, Alter, machst du ja? Das ist eine gute Idee. Hey, stech die nicht ab da. Stech die. Vorsicht, scharf. Okay. Das war dann so. Komm. Also, das mach ich nicht. Aber dafür machen wir das doch hier. Kann ich nochmal Tücher bekommen? So, ja, klaro. Okay. Super. Das hätten wir. So, super. Oh, die Kühlschrank-Cam, die gefällt mir gut. Was? Guck mal, die haben eine Kühlschrank-Cam. Ja, geil. Ey Leute, so, liebe Leute, ganz ehrlich, was ich eben vergessen habe, dass wir eben kurz von den Ian spielen. Ich habe eben vergessen zu sagen, Twitter's raus, ne? Hashtag Jugendzimmer. Ich will, dass Twitter heute dominiert wird. Gabi soll stolz auf mich sein. Geht das, Freunde? Klar, Alter. Haut alles raus. Domination. Okay, hey, das ist klar wie Domination, du Negatus, ne? Vielleicht zum Bier? Oh, wie sieht die denn aus? Mann, so er hat da drauf geschlagen gerade. In seiner Anmoderation. War ich das? Ja. Und deswegen sage ich doch, Alter, die ganzen Negerküsse. Ach, ich war das. Der hier ist noch gut. Den nehme ich. Okay, nehme ich den. Entschuldigung. Jeder nimmt einen. Ich hatte schon. Das ist hardcore. Oh, warte. Final Track. Von Ben? Aber ich kann noch abtransen dazu. Yeah, Hauke, Dance Hauke kommt. Okay, Hauke, Dance Battle. Dance Battle. Nice! Haufen! Vor allem dieses Geräusch, wenn das Bett fliegt. Haufen! Das war die Tüte Schiff. Kennt ihr nicht Haufen? Ihr müsst mitmachen! Haufen! Das ist das Schwulste, was ich gehört habe!
Hast du dich verletzt? Das haben wir nie gemacht. Echt nicht? Das haben wir immer gemacht. Das ist super. Kennst du, deswegen habt ihr den nicht gemacht. Körperklaus. Wenn du hörst, Haufen, musst du sofort aufs Bett und musst dich sofort draufschmeißen. Oh, das ist geil hier. Ja, Mann. Warte, meine Hand. Hast du gebrochen? Okay. Was ist mit meiner Hand passiert? Wo war das Ding denn? Alter, hier sieht so scheiße aus. Ich hab eins hochgeworfen beim Tanzen. Oh mein Lieber. Das war wunderschön. Komm. Werbung! So, ich räume kurz ein bisschen auf. Das gibt Ärger von Mama. Klassischer Ian war das. Ja, Alter. Sorry. Alles geil. Okay. Hast du mal die Tüte? Okay. Leute. Meine Freunde sind die geilsten, oder? Ohne Scheiß. Mach mal ein Herzchen im Videotext, wenn euch das gefallen hat. Halt mal die Tüte hier, dass wir das hier ein bisschen... Boah, ich mach ein bisschen leiser. Ich muss einmal kurz... Ich hab auch überall einen Negerkuss. Ich muss einmal hier kurz meine Hände sauber machen. Ich hab auch welchen im Schritt. So, und du an deiner Hand. Ich muss kurz, ne? Ganz kurz. Was ist gerade passiert, Simon? Simon, was hier passiert gerade? Simon, du hast den Haufen verpasst. Wir haben Haufen gespielt, Simon, Mann. Simon, der Haufen! Und ich werde Haufen wieder groß machen in Deutschland. Wirklich. Okay. Es wird eine große Haufenzeit. Yes. Ja, ist irgendwie... Was ist hier passiert? Ich meine, jetzt mal im Ernst. Haufen all day. Mann, du warst echt nicht lange weg. Haufen da ist ein zertretener, wie heißen die mittlerweile politisch korrekt? Schokokuss. Schokokuss. Und hier sind überall Chips auf dem... Ich bin total durchgeschwitzt. Die Mutter rastet aus, wenn die das sieht. Ich hab mir das Arschbein gebrochen. Oder das, okay, das Arschbein. Ich war an der Tanke, hab Bier geholt. Möchte jemand Bier? Nein. Okay, das war das Schönste, wirklich, Leute, das war das Schönste, was ich jemals hier erlebt habe. So viel das wollte ich euch nochmal sagen. Sag mal, warte mal, ich zieh mal kurz das Bett ab hier. Nein, lass das lieber so sein. Das ist sauberer. Das ist gut so. Okay, cool. Das ist reinlicher, als das Bett abzuziehen. Wir sind hier nicht bei armen Leuten. Lass uns einfach die Decke drüber tun. Ja, unfassbar. Genau, lass uns einfach die Decke drüber, das ist alles wieder sauber. Pass auf, ich mach mir eben sauber. Wenn deine Mutter das sieht, Alter, weißt du, was hier für ein Scheiße abgeht? Ja, ich weiß. Wir dürfen nie wieder heute Abend die ganze Nacht aufräumen. Ich weiß. Darfst du auch nicht hier pennen, Alter. Ich penne auf jeden Fall bei dir, Alter. Ich hab der Mutter schon gesagt, guck mich mal an. Ich hab doch zu meiner Schwester, hast du gesagt. Ja, ich will. Hab ich doch versucht, ich bin übers Dach, aber der hat den Rollladen hat hattest, hier du einen, hattest du einen Code Red? Ich hatte keine Frage. Ja. Ist das irgendwas, was passiert ist, während ich weg war? Alter, fällt nichts mehr. Was ist passiert? Die ist ganz geil, die Brille. So, was spielen wir denn jetzt? Ja. So, jetzt ist die Frage. Ich hab nur eine. Ich mach einmal die Mucke aus. Ja. Voll Asi. Hast du nur eine? So, pass auf, wir sind wieder hier am Zocken, weil das ist ja erstmal sehr wichtig für uns. Ja. Du hast ich will nicht mehr, Simon spielt jetzt. Ich nicht vergessen, okay, wie lecker Fanta ist, wenn man dazu noch mehr Müll in sich reinstopft. Pass auf, ich muss mich einmal kurz... Kommt erstmal wieder an. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Jugendzimmer. Gerade jetzt durchgestartet. Was ihr hier seht, ist Unterhaltung. Und ja, das ist geplant. Wir haben heute schon zweimal die maximale Realitätsstufe erreicht. Ja, mindestens. Aber wir geben nicht auf, oder? Nein. Glutamat. Sehr gut. Finn meinte eben, dass du dieses Spiel geil findest, aber du sagst, da liegen so viele geile andere Dinger. Ja, ich meine, das könnt ihr halt auch entscheiden, ne? Ich würde da auch gerne noch was anderes anspielen. Wir haben echt richtig viele gute, glaube ich. Ich kann Sachen vorlesen und ihr könnt entsprechend reagieren, ob ihr Bock habt. Oh Mann, da wird die Community abgehen, das weiß ich jetzt schon. Aber das könnte viel zu lang dauern für uns. Taufen! Mario Party! Nicht taufen! Es war okay. Nicht ganz zu Ende gesprochen. Okay. Es war nur ein Test, okay? Aber wenn ich Haufen sage, dann muss Haufen gemacht werden. Ja, absolut. Okay, jetzt wissen alle Bescheid, ja? Auch wenn wir am Zocken sind, bei Haufen ist heilig. Also Zocken ist heiliger. Nein. Da kannst du einfach, wenn ich erster bin und du letzter Haufen bist. Haufen muss immer gemacht werden. Aber auch nicht. Mario Party 1. Mario Party 2. F-Zero. F-Zero. Diddy Kong Racing. Worms. Worms, Alter. Sie sind noch nicht am Ende. Tony Hawk, Mashed. Das ist wirklich gut. Mashed ist super, wenn du das anerkennst. Turok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mario Tennis. Road Rash, das kennt wieder keiner. Perfect Dark. Das war's. Capcom-Kram. Road Rash. Super Monkey Ball Deluxe. Road Rash ist richtig geil. Fantastisch. Ehrlich?
Kann man Road Rash zu viel spielen? Weil das ist richtig Hammer. Hinweis, ist das glaube, nicht das, nee, wo das einer anders auf dem Beiwagen ist und auf die anderen schläft? Nicht. Ja, ja. Aber ich habe ein Stück also, angebaut. Nee, soll ich helfen? Ich kenne es mit Motorrädern, und, aber mit Beiwagen also, weiß ich nicht, ob es Multiplayer gibt. Okay, der Videochat sagt die ganze Zeit schon Worms tatsächlich viel. Ja, ich finde es auch geil. Aber Worms ist so lame, das dauert so lange. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Diddy Kong Racing wird einmal gesagt. Einmal reicht nicht. Einmal ist uns nicht genug. Ich habe ab und zu. Ey, viele Leute wollen Worms sehen tatsächlich. Ja doch, jetzt kommen echt viele Worms, Leute. Worms. Na gut. Worms. Aber ja. Worms. Wollen wir einmal kurz, weil ich kenne, ich weiß, wie gut es ist. Ja. Ja, wollen wir einmal kurz eine kleine Runde Super Monkey Ball spielen, bevor wir dann Worms spielen? Aber ist das ein ist genehmigt. Zu zweit, oder was? Das zu viert. Wir ist schon noch, genehmigt, oder? Das Problem ist, was ich sagen muss, heute, wir haben nicht genug Pets. Heute haben wir nur für zwei. Nee, dann ist Quatsch. Hey. Dann hebt das auf. Das ist super. Okay, machen wir. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, lass mal eine Runde N64 spielen und gleich auf die PlayStation switchen. Okay. Was haben wir noch von der für voll gefährlich. Ey, wir haben so Kram. N64. Er kann seine Zähne und Augen verlieren. Ich nehme an. Ja, doppelt. Lass uns doppelt spielen. Siehst du? Gleich verletzt sich einer. Was ist mit dem Doppel-Mario-Tennis? Das ist auch geil. Doppel-Mario-Tennis? Das ist Doppel-Mario-Tennis. Geil. Das ist gut. Gott. Alter. Alter, was geht da? Very Kickflip ohne Hände. Das war auf den Arsch! 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 Ich dachte, das war Hauke's Arsch. Heute ist echt geil, ey. Simon, wieso hast du nicht mitgemacht? Guck dir die Wiederholung an, ich hab mitgemacht. Heute ist voll der geile Tag. Ja. Geil, Mann. Geht's dir gut? Wir haben morgen riesiges Horn. Irgendwer hat meine Brille gesehen. Oh nein, Mann, ey. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Pilz, wa? Jo, holst, weißt du, wo es ist, ne? Ja, ich nehme aber lieber so eine Buddel. Ich mach mal das neue Game an. Das schmeckt irgendwie nicht so geil. Ey, fast geschafft, ey. Very Kickflip. Das war früher schon immer ein richtiges Problem. Scheiße, meine Brille. Also ich hab überrascht dich gerade, dass deine Brille weg ist? Also ich hab sie auf keinen Fall gesehen. Oh Mann, Alter. Wo ist das denn? Hat er sie auf? Nein, wer? Man kann das nicht sehen. Ich bin so blind, ne? Ja, es wird ab hier unscharf. Alter, ich bin total blind. Ich hatte aber auch eine Sonnenbrille du davor. Du hast sie auf. Du hast aber ich hatte mal eine Sonnenbrille davor. Ah ja, okay. Das war quasi unsichtbar. Gewagt. Okay, Paul, lieber Paul in der Regie. Wir haben Mario Tennis drin. Und wenn du magst, kannst du den Sound zurückgeben. Nice, das ist ja auch schon. Was mich fasziniert an Mario Tennis ist, ne? Die hatten Mario, eine echt beliebte Figur. Und die hatten alle Sportarten der Welt zur Verfügung und sind auf Tennis und Golf gekommen. Naja, stimmt. Ja, aber sie haben beides gerockt. Aber es ist auch beides technisch, glaube ich, einfach zu machen, weil das Feld so sehr beschränkt ist und so. Ja, ist auch simpel. Du das war auch beides geil. So einfach, war das mal? Klar, beides hat voll Bock gemacht. Der Gastgeber, sie hätten auch irgendwie aus. Mario angeln machen können. Das wäre trotzdem geil geworden. Guter Gastgeber kann doch mal aufhören zu zocken. Da muss man wissen, wann die Freunde Bock haben. Ja, richtig, aber das macht ein normaler Gastgeber eigentlich nicht. Nee, normaler Gastgeber. Durch, bis alle gegangen sind. Ja, aber das sind ja auch meistens die Leute, weiß ich auch nicht, mit denen hast du auch später nichts mehr zu tun, weißt du? Richtig. Also, und du willst Freunde haben. Wir wollen. Ich möchte, tut dir der Kopf so weh oder was? Ey, ich dachte, wir gehen. Das ist richtig. Ich dachte, wir gehen. Ich dachte, wir gehen. Ich will mal fühlen. Wo ist das? Rechts da. Alter. Ja, das ist aber ein bisschen blutig. Ach Quatsch. Ja. Nächste Woche Keks wichsen? Wer ist dabei? Ja, ihr ist dabei. Okay. So. Ja, gut. Ehe, du bist zocken. Ich setze jetzt Runde auf. Ich will nicht zocken, Mann. Keks ja, ich zocken. Das war so peinlich. Ja, ich mach. Wie, du willst ja nicht zocken, oder was? Ja, dann kann das nächste wieder mit. Ich muss mich erstmal von meiner Blamage erholen. Ja, aber Tennis kann doch jeder. Ja. Tennis kann gerade nicht jeder. Tennis kann doch jeder. Und wiederholen. Tennis kann doch jeder. Hier, wo ist denn hier den gelben Boy da? Den kriegst du. The Golden Boy. Kannst du alles sehen? Golden Boy. Klar. Nicht continue. Oh, cool. Okay, bist du. Da oben, vier Spieler. Ja, ich mach. Okay. Ich steuere das. Okay. Cool, Mann. Wo ist mein Okay, ihr könnt aussuchen. Welcher bin ich? Eins. Ja, wir sind ja auch in einem Team. Warte mal. Ich bin wieder zwei. Simon, sind wir in einem Team? Pink. Ja. Ich bin natürlich Josh. Alter, wir sind in einem Team. Ja, das ist ein Team. Ich will tot haben, ja. Wie heißt der Kollege? Bowser? Ja, eine Bowser. Okay, aber dann bist du oben. Da sind wir zusammen, ja.
Hä? Ihr habt es noch nie gespielt, glaube ich. Ich habe es auch noch nie gespielt. Muss kann nicht so ich schwer keine sein. Ahnung, wie es geht. Aber es kann doch nicht so schwer sein. Ich bitte Doubles. Sie. Ian, ja? Du hast eine Sache vergessen und ich bin sehr enttäuscht. Was denn? Der Nebel läuft nicht. Zieh mal an das Teil. Ja, da wirklich. Knopf. Wo kann ich den machen? Ja, da, ganz links. Bist du sicher, dass er das Nebel macht? Ich bin eben fast gestorben schon. Ja gut, aber es ist guter Nebel. Ich sag's mal wieder. Dann wie, Alter? Der Nebel ist gut. Ja! Ja, du musst doch nicht... Du musst nicht instant drücken, du kannst ja auch einen Moment raussuchen, also, wo du drückst. Ich sehe halt sonst nicht. Kann irgendwer ganz kurz... Ja! Sag mal eben kurz, bevor ich... Ja, abgewehrt! Kannst du... Boah! Wir als Team mit kein Problem! Kollege! Sauber! Oh. Nein! Oh. Ja, super gut! Nein! Oh! Schneider! War das ein Punkt? Ja, das war echt scheiße. Warte, was war? Ey, das geile am Tennis sind die Regeln. Oh, scheiße. Ja. Aber wir haben gut zusammen gespielt. Geht auch vielleicht. Ja. Vielleicht sind das andere Schläge. Und klunk! Oh nein! Oh, ja. Ja. Wir dominieren heute. Ich bin hinten, du vorne, oder nicht? Ist das die Aufstellung? Ja, cool. Wir können uns auch auf Seiten, aber ja, so ist eigentlich... Cool. Okay, das ist jetzt nehmen Sie es ernst. Jetzt wird nicht mehr rumgespielt. Ich weiß jetzt halt, was geht, ne? So, geil pariert. Was macht man damit mit diesem... Yes! Oh, zu spät! Oh, hier, genau in die Lücke. Oh, das war aber auch gut gespielt. Das ist so geil beim Tennis. Ah, ich hab schon 30 Punkte. Zwei Bälle Bardo. Gemacht. Aber im wirklichen Tennis ist das ja nicht ja, so. Doch. Nein. Doch, du machst 15. Nein! Ey, was nein. Geht das? Hey, was ist das für eine Scheiße? Ass, Diggi! War ein Aufschlag, was soll ich machen? Aber sag mal, was kurz, ach, machst du da keine 15 Punkte? Du machst immer 15 Punkte. Aber ja, schon A, oder? Nein, A. Okay. Wirklich, du machst immer... Ah, fuck, schon wieder. Sag mal, wer ist böse? Okay, du hast recht. Einen Punkt kriegst du, wenn also, du ein ganzes Set gewonnen hast. Im hinteren Spielfeld. Ja, warten wir mal kurz auf deine Seitenwechsel. Doch, 15, 30, 45. Genau. Wirklich, Simon und ich, Simon ist das Pinke. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber relativ. Genau, ich bin... Oh, die dürfen aufschlagen, ne? Hier, also hier vorne und da hinten, Bowser und... Hier, du gehst nach links, okay? Yoshi, ja. Team. Yoshi ist Finn, oder? Und Bowser ist Hacke. Pass auf, super, auf, super Aufschlag. Ja. Stellen wir uns rechts, links, ja, vorne. Genau, umgekehrt, weil da so. Schlägt er da. Hast du die ganze Zeit Aufschlag eben? Mhm. Okay. Moment, ihr müsst warten. Okay, dann. Man kann auch vor und zurücklaufen. Was mit dem, oder? Kann ich. Okay. Nein, ich bin jetzt auch in die Richtung, wo du so geil schlagen willst. Ach, so, ne? So hab ich's gemacht zumindest. Bis jetzt kann doch jeder. Dennis kennt doch jeder. Was war das denn? Jetzt sind wir wieder da. Also, wir waren eigentlich nie weg. Nice! Oh, schön parieren! Gut, gut! Scheiße! Ich kann's nicht! Ich kann's nicht! Kann doch jeder! Tennis kann doch jeder! Scheiße! Lasse! Schön! Und nun! Oh, ich hab's versucht! Ich hab's wirklich versucht! Irgendwas mach ich grundlegend falsch. Guck dir's an! Er macht die Bewegung! Es ist kein Virtual Tennis. Hast du? Nice! Schön. Hast du? Und kurz! Bleib rechts. Nein! Oh, der war blau! Das war unfair! Nee. Game! Pass auf, jetzt müssen wir kommen. Okay? Ey, der war blau, ich nehme das. Wir machen das gehört. Ja, hier, kannst du haben. 1-1. Das heißt. Eine Scheren, Alter. Du hast Aufschlag. Boom! Ich war weggerannt vom Ball. Das ist keine Granate. Du musst schon hinrennen. Du hast recht. Nein, das war gut. Oh nein, ich bin dran, oder? Scheiße. Boom! Sehr gut. Zack. Okay. Oh! Das kann doch jeder! Okay, ich muss näher ans Netz. Wir brauchen mehr. Durch seinen Schläger ist er nicht näher ans geflogen. Nice! Easy. Regenbogenschlag. Okay. Kurz! Was? Der ist an meinem Panzer geflogen, oder was? Ja. Ich dachte, ich kann ihn direkt abblocken. Das mache ich Tennisspiel auch immer, nach jedem Punkt einmal abklatschen. Ja, genau, schon sein. Tennis ist ein sehr cooler Sport. Ich sehe nichts! Ja, genau, ihr müsst auch so stöhnen wie Tennisspieler. Ich bleib links! Wow. Nein! Alter, jetzt komm ich mal rein, Alter! Hast du? Das war richtig gut, ey. Ich hab Spaß gemacht. Oh, wir liegen vorne jetzt, ne? Klar. Oh nein! Oh nein! Ah. Geil, Mann. Das war schön. 2-1. Ja, aber es ist noch nichts passiert. Sport.
Jetzt naja, also ich rieche schon okay. Die Niederlage bis hier drüben. Von euch wie kann drüber. Man Aufschlag machen? Hast du bin dumm gelaufen. Ich war drüber, weil du da ich war dumm. Ja, ich, das aber ich, noch mal. Ich muss sagen, ich habe falsche Richtung. Sehr gern. Ja. Sehr gern. Ja, muss ich auch sagen. Hast du? Einfach am Anfang stehen bleiben. Am Anfang stehen bleiben. Da können sie eh nicht viel machen. Hier so hingeslidet. Das war richtig unterwürfig, ey. Ich bin schon einer so nah am Netz, wenn du solche machen kannst. Die Schläge sind immer so zeitverzögert. Okay, es geht los, es geht los. Nee. Jetzt geht los. Boom! Was auch? Was kann noch? Jeder stehen und lädt auf. Lädt der auf. Und dann machst du einen richtigen Knaller, ne? Genau, dann machst du einen Knallerball raus. Und du bist doch nicht der Hobbit! Die Hobbit! Die Hobbit! Und hab ich! Oh! Hey, die kurzen, die brechen euch das Genick. Ich hab doch geschossen. Ich hab Jacke gedreht, dafür hast du mich abgeschossen. Ach so, okay. Das war echt scheiße. Ja, das wenn ein Team sich nicht versteht, ne? Ja, das ist halt so. Und ganz in die Seite. Hab ich. Oh nein! Taktisch, sehr gut. Taktisch, sehr gut. Von dir, der Spielball! Also kein Matchball, Spielball. Wir sind doch alle Tennisspieler. Wir müssen zusammenhalten. Er wird rosa. Ich weiß, ich verstehe die Farben nicht. Oh, die sind mies, ne? Tschüss! Tschüss! Oh. Traurig, aber wahr. Okay. Jetzt ich meine einen besonderen Aufschlag. Zack. Das ist der Streichholzaufschlag. Okay. Und jetzt. Yeah. Hast du. Schön. Oh! Nachteil. Wir sind im Adventure-Modus. Vorteil! So. Hast du? Ja, klar, nice! Klar, hast du! Oh, yeah. Oh, das war Einstand! Jawohl! Was sagst du? Anstand! Wir geben dir jetzt nicht mehr her. Hast du? Oh. Jetzt muss das passieren. Was geht ab, Simon? Das mache ich bei Tennis am liebsten, dass die Spiele quasi endlos gehen können. Hab ich. Nice. Hast du. Schön kurz, oh. Schöne kurz. Der ist die Bombe. Es geht weiter, sorry. Okay. Nein, wir können nicht weiter spielen. Was, ernsthaft? Oh. Ja. Sehr gut. Auf links verlassen. Ich bin nicht verreist. Ich war dabei. Bleib links. Ja. Los jetzt. Hab ich klar. Locker. Easy. Oh, schön. Sehen. Sauber runtergespielt. Auge ist. Okay, bis 7 geht das, glaube ich, ne? Kann das sein? Keine Ahnung, siehst du gleich. Okay. 7, aber wie Gesamtsatz 7. Oh, yeah! Wir müssen stark sein. Ich dachte, den hab ich. Den hatte ich auch. Okay. Und das ist mein Arm 6 Meter lang. Achtung, Simon, muss annehmen. Den fang ich direkt ab. Annehmen, angenommen wird. Boom! Schön, Alter. Oh, schön, Alter. Oh, hey, schön. Das ist nicht viel gelaufen, ich bin ein Idiot. Oh, ich hätte auch einfach mehr machen müssen. Ja, weil ich so reich bin. Pass auf. Den serviere ich jetzt richtig eiskalt hier vorne. Pass mal auf. Was zum? Hä, warte mal, der war aufgesetzt. Wir haben einen Punkt gekriegt. Wir? Er tut mir leid, Micha. Wir haben aus Versehen Pause gedrückt. Ich dachte auch, es wäre geil gewesen. Aber ich fand's voll geil. Im Moment dachte ich nur, yeah. Ich dachte, nein. So scheiße kann man gar nicht sagen, ey. Ey, yeah. Was ist denn das? Ja. Das ist Alter. Ist unfassbar. Es geht weiter. Nein! Der Hand. Wieso haben die einen Punkt gekriegt? Weil ich den eben so direkt angenommen habe, das darf man nicht. Der muss einmal aufsetzen. Ja, klar. Ich kann die Regeln nicht. Angabenstyle. Gib mir rechts. Ich bin bereit. Links, der Punkt. Oh, schön. Geil. 93 war rechts. Genau das ist die Taktik, die wir hier vollziehen müssen. Kann man irgendwie rennen? Jeder muss sitzen jetzt. Oh, sehr schön. Nix. Verreckt. Oh, doch nicht. Was war denn? Endlich in der Auflage. Voll beschissen. Okay. So, wer schlägt auf? Die, yo. Ne? Ah, die. Die. Awesome Lamb Attitude. Oh, Wahnsinn. Da sind wir wieder, Simon. Also, hier da sind wir. Da waren wir doch schon mal. 5-5. Kein Problem für uns.
Achso? Nein! Er macht nur noch das! Ich weiß nicht, was ich tun soll gerade! Er macht nur noch das, weil er es kann! Unsere Mannschaft lässt sich nur noch auf. Aber stimmt sie nicht. Oh, okay. Jetzt aber ernst. Bam! Oh, der. Oh! Oh! Weißt du, was das Grenze ist, wenn die bessere Mannschaft verliert? Ja. Ey, was soll das? Wollt ihr eine Revanche oder was? Naja, Revanche, also. Nee! Nee, Mann! Lass es doch mal jetzt! Nee. Anderes Spiel von mir aus, aber. Okay. Ja, aber oder erst muss ich Mann, wir haben so gut gespielt, das war geil. Wir waren echt geil. Ja. Das lange Match war super sexy. Ian, jetzt musst du mitspielen. Ja, oh nein. Ian, bitte! Was spielt ihr denn? Ich will ja, das nächste, such dir was aus. Ja, such was aus. Ich will F-Zero. Oh, das guck ich. Oder habt ihr das schon gespielt? Habt ihr schon gespielt? Gibt's einen Vierer? Ja, F-Zero? Okay. Ah, nee, das ist aber ein Einzelspiel, ne? Nee, es spiel mal noch eine F-Zero. Ja, weil ja. Er lädt uns hier in seine Sendung ein, nur um uns hier fortzuführen mit seinen unfairen Spielmethoden. Diese Aufschläge habe ich einfach. Du das ist sein Ding. Wir können noch eine Tetris spielen und wir kriegen keinen Controller. Das ist wirklich nicht. Scheiße, wieso habe ich das vorgeschlagen? Ich finde das gut, dass das Demon schon gekrönt wurde. Ja. Ich war endlich. Jetzt habe ich alles. Still und leise, weil das war ein unfaires. Ja, eigentlich hättest du es machen müssen. Warum hast du ihn nicht gekrönt? Habe ich doch mal. Achso, hast du still und leise gemacht? Ich habe es nicht mitbekommen. Okay, eine Runde. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal runter und der Ian macht jetzt eine ganz persönliche Show für uns alle jetzt. Nein, ich will nicht. Nee, so will ich nicht. Nein, ich habe nicht gesagt, was ich spielen will. Und ich habe F-Zero gesagt, aber ich kann das nicht gut. Nee, das komm. Will ich nicht. Alter, ich bin richtig beschissen, F-Zero. Du kannst nicht schlechter sein als ich. Wir wechseln uns ab, komm, du fängst an. Nein! Nee, wir können ja zusammen, wir können Vierer. Können ja. Wir Vierer spielen? Ja, Vierer F-Zero. Also, ja, komm, ich mach hier. Das ich kann jetzt auch mal einen aussetzen. Nein, ich mach das. Ihr müsst hier performen, Leute. Ich kann auch mal auf dem Bett liegen. Ich habe F-Zero gesagt, weil ich die wie Musik. Wie sieht das hier auch wieder aus? So, wie sieht das hier aus? Wie sieht das hier aus? Glutamat! 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 Wir haben Glutamat! Ja, mehr Text fällt mir nicht ein. Mehr Text gibt's bei dem Song auch. Okay, Ian, komm ran hier. Meinst du, wir kriegen Ärger, weil es so schmutzig ist? Wieso muss ich denn überhaupt was spielen? Aber ganz ehrlich, warum läuft das nicht? Wir sind hier, um zu spielen. Will jemanden wiedermals? Das ist so ein bisschen... Ich bin hier, um zu saufen. Wiedermals nehmen. Ja, du kannst ja saufen und spielen, aber um saufen zu dürfen, musst du spielen. Na gut. Das ist richtig. Das ist deine Eintrittskarte ins Glück. Was ich nicht verstehe... Was ist das denn? Geht F-Zero vielleicht nicht? Oh, das ist aber schade. Wem gehört das Handy? Komm, der alte Boost-Trick. Blasen! Ist es dein Handy? Nee, es geht doch so. F-Zero! F-Zero! Oh, die Mucke ist mega nice. F-Zero? Ja, ne? Ja, ich mag die Mucke so gerne. Kann man rangehen? Paul, ja, geh doch ran. Kann man die Mucke ein bisschen laut kriegen? Mach das mal, hallo? Spiel das jetzt. Ich kann das nicht. Gib mir ein Bier, bitte. Alex, ich kann du rufst in der Live-Sendung an, aber du hast vergessen, dein Handy auszumachen. Ja, genau, ich bin handicapped. Ich bin wirklich handicapped. Einmal muten, bitte. Aber Ian, was denn? Ihr wart hier. Na gut. Einmal Sound. Ja, mit wem wolltest du spielen? Er kann sprechen. Wir sind hier bei Kobi nämlich im Zimmer. Alex ruft an! Hey, in der Live-Sendung! Alex ruft an! Alex ruft an! Er hat aufgelegt. Was ist los? War vielleicht zu unangenehm. Cheers. Sehr gut. So wird man Leute. Weiß ich nicht, wessen Handy das ist. Alles klar. Es sind schon drei große Hits entstanden. Aber die, ja. Wirklich? Lass uns mal eine CD rausbringen. Ja. Wir nennen sie Golden Shore of Exotic Hits. Mit guter Mat. Tennis kann jeder. Tröpfchen für Treppchen im Partyspaß. Zum Welthit Tennis kann jeder. Gut, ich setze eine Runde aus, jetzt müsst ihr mal zocken. Hier, du bist hier dran. Also mir, gibt mir einfach was und ich gewinne. Ich bin immer zwei. Ich bin immer nehmen, ich habe auch einen Controller. So. Komm, Nico, ich nehme wieder auf den Bildschirm. Der Soundcheck fickt alles. Ich gehe mal hier ein bisschen auf Twitter, ihr macht das schon. Und guck mal, was da so abgeht. Was ist denn Twitter? Gute Mann. Ich meine, das andere Video-Text. Oh, der Video-Text. ICQ. Das, wo Tod vorsteht. Das, wo Tod vorsteht. Oh, schön. Ihr müsst auch was aussuchen, glaube ich. Okay. Drücke Start. Du musst Multiplayer machen, glaube ich. Hab ich. Ich mach nochmal zurück. Nee, Death Race. Versus Battle. Ach, wahrscheinlich geht der Death Race nicht mehr. Ah, oh, nice. Das ist doch gut. Jetzt haben wir. Okay, wer macht's gerade? Wir können alle. Ja, lass mal grün nehmen, weil wir sind alle schlecht. Soll ich kann das auswählen. Soll ich das tun? Oh, Mute City-Moment ist zu langweilig. Egal, nehmen wir es trotzdem.
Soll ich das durch? Achso. Ja, geil, hier sind wir alle. So, jetzt geht's los, Alter. Ich nehme irgendeinen Standardkram. Jawohl. Nimm den Kollegen hier. Kann ich hier irgendwie sehen? Achso, A, B, C. Ist eigentlich gute für ist sowas geil. Das Spiel ist ein ziemlich gutes Spiel. Gut, ich weiß nicht mehr. Habe ich immer den grünen? Ich weiß nicht. Ich bin das Krokodilsaurier-Viech. Kennt sich irgendwer mit dem Spielchen aus? Spiel, ich hab Gitarre! Lange her. Warte mal, ey, wer macht denn da zurück? Ich warte nicht. Doch, du warst es, ich hab gesehen, du warst es. So, nochmal die Fahrer aussuchen. Ich bin wieder Dinosaurier-Viech. Hör auf, ey, hör mal auf, B zu drücken. Okay. Als hättest du es jetzt erst verstanden. Okay, was heißt denn hier Grip? Ist doch scheißegal, nimm irgendeinen. Nee, es geht darum, dass man mit einer vernünftigen Ausstattung startet, weil ich kann jetzt nicht einfach hier. Ja, Grip E. Ist eben E geiler als A? Ich versteh's. E ist wahrscheinlich A schlechter. Ist wahrscheinlich am besten. E ist fett. Aber dann habe ich genau das schlechteste Schiff genommen, was man überhaupt nehmen kann. Oh, hier, Acceleration oder Maximum Speed? Maximum Speed. Ich orientiere mich an euch. Ich weiß es nicht. Was nehmt ihr? Keine Ahnung. Okay. Alter, Maximum Speed. Oh, Acceleration ist nee, ich bin mehr der Acceleration-Typ. Jetzt entscheidet Alter, ich hab BDA, euch mal. Ich bin richtig gut. Warte mal, okay. Was nehmt ihr denn? Das, was ihr nehmt. Ja, wir haben alles selber, außer oben links. Das Prinzip. Wer ist denn wo? Ich bin oben links. Ich bin der Saurier-Schaukel. Ich bin oben rechts. Ich bin Max-Ration. Wo bist du? Womit gebe ich Gas? Womit gebe ich Gas? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß wieder nicht, wo ich bin. Ich weiß auch gar nichts. Ist doch egal, wo muss ich den Gas geben jetzt? Ab geht's! Fuck! Fuck the Bulli! Oh Gott, Zero! Das ist ein Speeding! Das Spiel komplett vorbei. Okay, ich krieg gleich einen epileptischen Anfall. Boah, sieht das krass aus, ey. Oh, ist das kacke. Oh, ist das kacke. Oh, ist das kacke. Lila macht sich langsam. Wie kann man boosten nochmal? Wer ist vor mir? Wer ist eins? Was passiert hier? Wer ist eins? Herr Ratner. Simon. Simon. Ich bin vier, glaube ich. Und gleich überholst du mich wieder ganz billig. Weil du was unbedingt so trinkst oder so. Ich hab keine Ahnung, wie das ist. Das ist anders als auf dem Super Nintendo. Ey, so durch den Loop-Pizzle. Ah, hier in der Hunde auf der Simon. Oh, nein. Booster, okay. Okay. Wer ist wer? Ich bin Erster. Kann man irgendwas Hocke einsammeln? Hocke ist Erster, wer ist Dritter? Ich bin Vierter. Ich. Simon ist Dritter. Vierter ist Dritter. Zweiter ist Dritter. Oh, ich hab den Booster, einen Booster verpasst. Scheiße. Shit, wenn ich jetzt... Scheiße. Okay, das ist gar nicht so schwer. Alter, ich hab. Du bist ganz schön weit vor mir, Alter. Ich hab auch 630 km/h drauf. Ich muss oder so. Gitarre spielen. 624 hat jeder. Ich hab mehr. Ey, ich hätte nicht Acceleration nehmen sollen. Das war dumm. Acceleration? Maxeleration. Ich hab auch Acceleration, ne? Also. Oh, 740 km/h. Ich muss euch jetzt mal kriegen. Alter, ihr fahrt fucking 650 km/h. Was ist mit euch? Nee. Euer Körper macht 16 G mit. Was du da wohl für eine Versicherung zahlst, wenn du so ein Auto fährst, ey. Oh, da ist der Zweite, ich bin an seinem Arsch. Wer ist das? Hau Scheiße! Boom. Oh shit! Ich hab ja nicht geschafft, die Kamera Scheiße, ich hab den Rand getroffen! War auf 900 km/h fast! Fuck, ich war so... Da holt er auf und der zweite Platz! Scheiße! So eine Scheiße! Wenn ihr mich kriegt, ne, flipp ich aus. Das kann nicht wahr sein jetzt! Kann man nicht irgendwie boosten? Man kann boosten, auf jeden Fall. Ja, aber welchen? Drück mal hinter hinten die Taste. Ist das der Boost? Ist das der Boost? Ich hab die Bremse, ich hab die fucking Bremse! Was machst du da für hin? Ich glaube, ich booste jetzt. Oh, da sehe ich den Fahrer ist runtergeflogen. Lass ja, siehst du, ja, das ist Scheiße! Spiel die Bumsgitarre! Alter, nein, nicht immer machen! Was für ein Pech! Was geht ab? Warum hast du dich überholt? Wie hast du das gemacht? Ich hab mich rangesaugt, Ian hat mir die nötige Windwiderstandsstärke und dann bin ich so... Muss normal gespielt werden, das hilft nicht. Windschatten, Mann. Man kann, ja, aber das war gut. Den Simon-Meister kann man nicht mit einem Gewinn küren, das geht nicht. Man muss mindestens zwei gewinnen. Oh ja, wir finden die Regeln einfach, wenn Hauke gewinnt. Nein, Ian, Ich will Haufen! Haufen! Gibt's nicht, wenn der Krogi-Meister noch nicht fertig ist. Ja, ey. Haufen, Mensch, jetzt machen. Ich hab meine Beine aufgebrochen. Ich hab mir die Hand gebrochen. Egal. Ich will das auch sehen. Ich bin nicht schuld.
Gold. Ich glaube, ich habe die Finger abgeschlagen. Ja, ist es das oder hier? Ja, er hat mich gegen deine Hand gedrückt. Ich bin doch richtig, richtig gefickt hier, ey. Ja, geil. So, können wir jetzt mal bitte... Er hat mich gegen deine Hand gedrückt. Ja, deine Sendung ist die einzige Sendung, wo mir heißer wird. Weil man einfach so brüllt die ganze Zeit. Wo ich heißer werde. Wo mir heißer ist? Aber ich finde, das ist ein Qualitätsmerkmal. Man ist bei der Sache. Ja. Die Lunge ist zu wegen dem Nebel und man kann nicht mehr reden danach. Das aber richtig. Ich finde, das spricht für den Sender. Saurier Schwobbel und ich, wir haben Musik gemacht. Saurier Schwobbel. Man wird natürlich nicht reich damit. Das, nee, das ist klar. Aber so, da hast du Rocket Beans und Musik beschrieben. Oh. Pass auf. Der ist weiterhin der Preis für euch. Der ist ja noch, der hängt ja noch in der Luft, der schwebt ja noch. Exakt. Die zweite Runde wird mit der ersten addiert und dann die beste Platzierung gewinnt. So okay, finde ich gut. Finde ich okay. Nee, ich will nicht. Ey, warte mal, Leute, wir haben einen Code Red gerade. Code Red. Ian will nicht mehr. Ja. Oh, Ian, was ist denn los? Ich möchte jetzt nur mein Bier trinken. Hast du neue Freunde gefunden? Ja. Wir sind im Jugendzimmer, wir haben schon eine Gruppendynamik. Einer kriegt. Ich will jetzt die Sportclubs gucken. Aber der Ruby, ja, wieso können wir nicht sowas machen? Wieso müssen wir denn immer zocken? Ja, wir sind Gamer. Ich will mich unterhalten. Ich möchte sehen. Der abbekommen. Ja, der musste bei hat erduldet besser als alleine rumhängen immer noch. Nein, ich will bitte spielen. Ich will für solche Scheißspiele nicht gemacht werden, um zu diskutieren. Wir haben ihm die Hose weggenommen. Nein, ich mach Kamera, nicht sowas. Ihr seid doch die Zocker. Manchmal ist er ohne Hose nach Hause gegangen. Okay, ohne Hose. Wir haben ihm, wenn er nicht gehen sollte, die Hose weggenommen. Den ist du von Brian? Nee, von Arne. Ach so. Der guckt das bestimmt auch. Der guckt ganz oft zu. Okay, dann geht's los. Nochmal die Reihenfolge. Wer Spieler 1? Hauke. Ich bin Sportler. Spieler 2 ist Simon. Richtig? Ja, 3 oben rechts. Alter, BDA, das okay, ist oben rechts. Oben rechts ist Simon. 3 und oben rechts. Fällt. Oben links ist Finn. Und unten rechts ist Ian. Und ich vertrete Ian gerade. Oh, wir haben noch 2 Minuten. Das reicht für ein Rennen. Ja. Ja, Vollgas. So viel steht noch irgendwas zu essen, Krogi. Lang, Leute. Ohne Witz. Doch mal auf Max Speed volle Ulle, Alter. Wie geht das? Du kannst machen, Alter. Ich bin mit Essen oder ich bleib in der Mitte. Nicht okay. Obwohl. Ey, ich fahre das Ding lieber sauber nach Hause, als hier einen auf Speed zu machen. Gas geben, alle mit A. Okay. Ja. Wie geht's? Super Beschleunigung. Oh, los! Wie geht das? Oh, nee, guck mal, wie scheiße das ist. Alter, ihr Witz! Hört mal auf mich an zu schubsen. Was geht denn hier ab? Ihr wird ja schon rumgeschubst. Alter, was geht das ab? Die Mucke ist so hart. Oh, nein. Die Mucke ist echt so geil, ne? Boah, ich bin komplett im Arsch. Für mich ist die Mucke. Zero hat so gut verstanden, was 15-Jährige wollen. Jetzt starte doch die Scheiße hier, du Penner! Fahr wieder los! Was soll das? Ich fahr nicht mehr los! Guck mal, der macht da unten sein Drehrad. Ey, mach das Ding! Ich mach das Ding! Grün drücken! Oh, ey, grün, Alter, grün. Ich bin weg! Was ist jetzt das passiert? Hier? Ihr seid alle tot! Alter, das war mein Erster, oder was? Oh Mann, ey. Dummheit, das war mein Erster, die Dummheit. Einmal abgeschmiert, das war gerade wie bei Sandel. Okay, was kommt da denn? Okay, Leute, die Krönung, die heilige Krönung des Meisters of Genitals. Ich möchte ihn dir da umhängen, aber es ist nichts da. Häng ihn so. Ja! Ja! Ah, ja! Okay. Hast du den verdient. Okay, ich geh jetzt erstmal heim wieder rauchen. Ich sag doch, wir schaffen in 2 Minuten noch eine Runde. Okay, liebe Leute, pass auf. Wollen wir noch mal kurz uns alle sammeln? Ja? Paul, hast du eine Kamera? Kann man dich sehen eigentlich in der Regie, Paul? Bist du da? Ich würde dich gerne mal sehen, wie du aussiehst. Geht das? Hey! Hey! Du bist wunderschön! Ey, sein Gesicht sagt so sehr, töte mich. Paul, ist die Sendung nicht super gerade? Alter! Ja, die Sendung ist gut. Was war ein Jahr Training dafür? Ey, Paul! Ist doch geil, oder? Sag mal, das ist geil, Paul, ohne Scheiß. Da gibt's noch mehr im Kühlschrank. Aber jetzt bin ich auf deiner Seite. Liebe Leute, wir machen jetzt Werbung. Genau jetzt. Paul, hast du gedacht, jetzt gibt's die Werbung. Werbung, 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 ey, das irritiert mich mit diesem Trailer. Brille, sind wir jetzt wieder live? Sind wir jetzt echt wieder live? Nee, ja, ne? Wir sind jetzt live. Sind wir jetzt wirklich wieder live? Ja. Oh. Jens, also wir suchen, ist weg. Also ist so, erstmal schön, dass ihr alle wieder vielleicht da seid. Ihren die versteckt. Ich habe heute sehr viel Spaß. Nee, hör auf! Guck mal, Ian, so fühlt sich das an, Kumpel. Mann, ey, ich muss die Brille finden. Also Spaß untertrieben. Hör auf jetzt! Es ist wirklich der beste Jugendzimmerabend,
den wir, glaube ich, hier mit Gabi und allen hatten. Jetzt ist allerdings Ians Brille pass weg. Pass auf, wo du hinten sitzt. Ian, pass auf, wo du hinten sitzt. Gerade nicht so richtig geil sehen kann. Müssen wir erstmal die ist noch heile. Pass auf, die ist echt noch gut. Die Brille finden. Und deswegen, Leute, ich mache jetzt Mucke an, dass wir so ein bisschen Wartemusik haben. Vielleicht wir suchen erstmal Ians Brille. Vielleicht hat Simon die mitgenommen, um die zu retten? Meinst du? Nee, glaube ich nicht. So, bisschen Mucke erstmal. Hier, nimm doch die dazu, dann siehst du besser, weil du Licht um die Augen hast. Wo ist deine Brille hier? Jo, jo. Ey, das ist der weißeste Move, den es gibt, ne? Mucke geht an, man macht so. It's your birthday. So, wie sieht denn deine Brille überhaupt aus? Schwarz. Schwarz. Ja, und ein bisschen, ja, bisschen, ist das Projekt von Bord. Bisschen durchsichtig noch. Da oben bestimmt drauf. Hat Hauke die vielleicht auch? Ich weiß gar nicht, wo Jens Brille ist. Ich hab da keine Ahnung, wo die ist. Du hast sie. Du hast sie doch auf. Ich hab, ja, du hast sie. Keine Ahnung. Dass ihr denselben Gag immer zweimal bringt, ey. Das ist so schlecht von euch. Nein, wo lag denn jetzt? Wo war die denn jetzt? Wo war die denn jetzt? Unter den Rumset. Ah, okay. Ja, dann kannst du jetzt weitergehen. Lass uns einfach mal ab hier. Ich hab eine gute Idee. Ich hab eine gute Idee. Das ist das so, dass zwischendurch ein bisschen Musik gemacht wird? Ja, ja. Also, das ist cool. Das ist ein cooles Format. Guck mal, Alter. Guck mal. Hier, guck. Wir haben beide eine Sonnenbrille auf. Okay, ah, Saxophon. Hier, du kannst doch trommeln. Mach du mal. Du musst immer so ein bisschen nach vorne gehen, so die Arme nach vorne machen. Ja. Würde ich jetzt? Ja. Wo ist der andere? Nicht der Asiate, der andere. Warte, ich frag mal Gabi. Oh. Hier ist alles gekommen. Ja, und jetzt? Ich muss erstmal gucken. Schoki, musst du nicht moderieren oder so? Erstmal, was soll schon schief gehen, hä? Wir sind doch gar nicht live, wir haben noch Werbung oder wie? Nein, wir sind live! Simon, lass nice. Von der Nein. So, guck mal, jetzt habe ich Musik ausgemacht. Jetzt ist ihr noch der Feste mit von der Leitung, oder? Alter! Das war schon der zweite gute. Dann können wir das nochmal in Slow Motion sehen. Slow Motion! Können wir das einblenden? Oh, es kann halt auch nicht schief gehen bei der sowas. Der erste war schon geil. Alter, Finn, du bist in Topform heute. Du bist wirklich gut drauf. Wie übel! Ich sehe gerade mich auch vorne beim Hals und Gesicht gekratzt. Siehst du das? Ich? Geh mal nah an die Kamera. Zeig mal. Ich hab mir die Fingernägel geschnitten. Nee, aber eine schöne Kante hat. Oh, ja. Sieht man auf jeden Fall hier. Das sah aber auch übel aus. Du bist dann erst gestürzt und ich dachte, scheiße. Und dann bist du so richtig auf die Kante. So. Aua. Ich muss gewohnt von zu Hause. Also dann okay, gucken wir schnell. Okay, kein Skaten mehr jetzt hier. So, schnell wieder Videotext angestellt, Leute. Ich glaube, ich brauche noch ein Bier. Das so, ich hol dir. Hast du eins noch da? Ja, hier ist irgendwas offen. So, liebe Leute. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen hier, ne? Serious Business. Ich habe eine Idee, bevor es weitergeht. Ja, okay. Wollen wir alle Nasenspray nehmen? Okay. Ins Auge, oder ist was? Ist das eine krasse Nummer, oder? Okay. Das geht rum, Alter. Ja. Ey, boah, ey, wow. Alter! Geil. Jetzt du, Alter! Wow. Jetzt kommt noch irgendwas. Hauke hat nur so getan, oder? Hauke hat auch gesprochen. Warum soll ich nur so tun, das Nasenspray? Boah, geil, ey. So, jetzt kannst du mal so gehen. Okay. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist Replay. Wir haben ein Replay! Replay! Ja! Oh, ich hab Angst. Komm, also, komm, Zeitlupe bitte, das tut bestimmt. Ey. Oh! Schön! Wie sieht's aus wie mein Manager aus? Im Hintergrund mit der Brille hat er einen dicken. Ey, und in der Sekunde sehe ich quasi das Geld so aus meinem Portemonnaie fallen, wo du dich verletzt. Fuck, Alter! Das war's! Valkyrie schreibt, ich kann Finn nicht gucken. Mach mir ständig Sorgen. Ja, brauchst du nicht, Alter. Ich hab alles unter Kontrolle. Du hast doch das Hemd der Gewinnertyp, ja, Mann. Was ist los, ey? Simon muss es sehen. Ich finde geil, dass Simon immer nur so leicht verzögert kommt. Muss sehen, irgendwas voll Krasses passiert. Komm mal, Simon. Von vorne. Bam! Ja, pass auf, jetzt.
So krass war das jetzt auch nicht, Alter. Das ist schon ganz schön unangenehm. Schön auf die Tischkante. Oh, das ist so okay, ne? Schön. Oh, das tut beim Zusehen. Ein Sonnenapplaus. Was spielen wir? Nochmal was auf dem N64 vielleicht? Was mit Diddy Kong Racing? Ist das nice? Ich hab's nie gespielt. Diddy Kong Racing oder? Also Lars bestimmt auch. Ich finde, wenn ich Erster werde, sollte Michi sie in den Line legen müssen und so wirklich mit dem Röhrchen. Haben wir noch so einen Cranky Joe-Finger? Cranky Joe. Wir haben den ersten auch nochmal, den ersten Bale. Oh, nice. Der erste Bale. Der erste war ja nicht schlimm. Der erste mit dem Brett in die, ins Gesicht, ne? Na? Guter Trick! Guter Trick! Guter Trick von Finn! Finn! Guter Trick! Guter Trick! Guter Trick von Finny Boy! Finny Boy! Finny Boy! Finny Boy! Boy! Blutig fehlt der Regel! Okay, wir machen jetzt einmal mal Strafen oder so. Der nächste Verlierer muss für 5 Minuten. So ein Sahne-Mu-Bonbon in beiden Nasenlöchern. Jedes Nasenloch kommt einer. Ey, dabei ist schon mal wer gestorben. Dabei ist schon mal wer gestorben. Ein Fisch nach dem anderen. Der Doktor, der hat sich die Dinger in die Nase gesteckt. Und der hat den Film gesehen und ist dabei gestorben. Der Doktor. Der hat die Szene gesehen, wo er sich die Pommes in die Nase gesteckt hat. Er ist eingepennt. Platz 4, aber machen wir es ein bisschen spannender. Platz 4 steckt sich die Dinger für damit 2 Minuten. Sagen wir 2 Minuten. Ist nur fair, Leute. Aber ist schon geil, wenn man die Dinger einzieht und die dann so im Magen lang. Platz 1. Steck die rein. Mit seinem Glutamat. Okay, also, Diddy Kong Racing, haben wir gesagt. Los geht's hier. Okay, los. Geil, Mann. Shotgun. Wer will alles spielen? Ja, ich will auch spielen. Ich werde euch musikalisch unterstützen. Ich bin ja der amtierende King, also ist ja meint, was wenn ich aussetze, oder? Ja, das Ding mal nicht. Der wird das Weigerwandern, weil der Nächste kriegt sie doch da. Ja. Ich hab jede Chance ausgeräumt, die zu behalten. Du willst doch nur die Kette behalten. Seit die eine Sonnenbrille hat, hebt sie völlig ab. Du könntest ja auch ein bisschen spielen. Ja, Mumu in der Nase, dann machen wir das. Kann ich überhaupt nicht. Kann ich wirklich nicht. Klang doch okay. Mumu in der Nase. Normales Wochenende, sag ich mal. Oh, das ist aber ein schönes Zimmer hier, oder? Das funktioniert auch richtig gut, finde ich. Ich mag es. Ich kenne hier. Die Musik ja ein bisschen leiser haben, Paul. Sorry. Der ist ein bisschen laut. Geil, so ist cool, danke. Alter, nimm das Wiesel. Macht vielleicht doch zu viel. Oh, schneller als die anderen. Nee, Didi ist das. Was ist denn jetzt zu viel? Nein, der wird auch nicht bevorzugt, alle gleich, Alter. Ja, drück mal alles mit dem Start. Ich finde nur das Wiesel da. Drück mal Start. Der Marder, den ist am geilsten. Du siehst aus, als hättest du ein Boot. Ey, jetzt muss das Stimmt. Ja. Was denn? Ich spiele mit dir auch mitspielen? Wir haben ein Boot. Sind das 5 Player oder was? Wir zwei haben beruflich ein Boot. Das Schild und ich. Du machst Touren durch den Hamburger Hafen. Du musst drücken, mal meinen, auswählen, willst mal mein Boot sehen. Was? Willst du mal meinen Boot sehen? Schildkröten. Affen, siehst du? Das sag ich dir. Ja. Ich glaube, ich finde schon alles schön. Ich finde Schildkröten auch geil. Aber Schildkröten sind auch. Sieht sich ein und der Affe kann 3 Tage damit spielen. Denk doch mal an die Ninja Turtles. Es gibt keine Ninja Schimpansen. Es gibt nur Ninja Turtles. Aber das ist ein Argument. Ist ein Argument. Aber es ist das einzige. Naja, aber Affen fliegen in den Weltraum. Aber es gibt Robo-Affen. Egal was Affen machen, sie sind nicht so cool wie Ninja Turtles. Egal was Affen machen, sie sind immer cooler als ein Scheiß. Ninja-Affen kann beim besten Willen nicht einen Ninja-Affen vorstellen. Ich frage, wenn man sich gegen Ninja Turtles gegen King Kong kämpft. Oh, damit ist die Affen schon mal. Drei Katana gegen 60.000 Tonnen Fleisch. Das ist so, als wenn wir bei Wrestling würden. Ja, ungefähr. Einer muss noch Startfisch anscheinend. Einer muss noch Startfisch. Jetzt geht's. Nummer 2. Ich bin unten rechts. Rumpelsee, meine Damen und Herren. So. Okay. Was kann ich hier machen? Plane Hover. Spieler 1 ist Michael Kuckmann. Spieler 2 ist wer? Ich hab keine Ahnung. Fällt jemand Spieler 3? Wer ist Spieler 3?
Spieler 3 ist es nicht. Es passiert nichts. Ian, es passiert doch nichts. Ian, nein, du bedienst es einfach falsch. Wo bist du? Da, da, da jetzt ist er Spieler 3. Das ist eine sehr, sehr große Umstellung für mich. Ich war bisher immer Spieler 4 und jetzt muss ich auf einmal Spieler 3 sein. Ich bin Auto. Was denn? Hover, Car, Plane, was nehmt ihr denn? Ich nehme auf jeden Fall ein Plane, Alter. Ich nehme auch ein Plane. Wenn die anderen alle nicht so gut sind. Wenn ihr ein Plane nehmt, nehme ich auch ein Plane. Rumpelsee. Es geht rund am Rumpelsee. Hat alles Vor- und Nachteile. Das Leben ist einfach herrlich. Wobei man sagen muss, Fliegen ist grundsätzlich eine gute Eigenschaft. Ja. Es sei denn, das sind sehr hohe Dinosaurier. Ey, drück mal auf Start. Okay. Danke. Okay. Sehr gern. Meine Damen und Herren. Das wäre so geil, wenn jetzt einer ein K genommen hätte. Ne? Ihr Penner. Es geht schon los. Es geht schon los. Was soll denn das? Ja, das für ein mieser Start, ey. Okay, man muss durch die Rakete oben rechts direkt. Muss man durch diese Feldscheiße? Weiß ich nicht. Muss man da durch? Ja. Wen hast du mir ausgesucht? Den hier, glaube ich. Das hab ich dann nicht. Drück doch mal jetzt nach rechts. Mach ich. Jetzt bist du. Aber wir fahren uns nicht alle gleich. Ich bin oben links. Super Boost. Ach, scheiße, ich hab vergessen, Gas zu geben. Ich glaube, du bist oben rechts. Super Boost. Wer ist denn eigentlich? Super Boost. Drück die Rakete. Da musst du rein in die Dinger. Warum? Was bringt's? Schneller. Diese Trichter waren nicht schneller. Ach so. Ey, scheiße, Sollen wir Neustart machen oder Scheiße? Nein! Ich gewinne hier gerade das erste Mal! Mach mal rechts! Wo ist meine Bremse? Oh Mann, ey! Du kannst nicht über der Strecke fliegen. Kann ich hier nicht. Scheißegal, wo du fliegst. Nee, scheißegal, wo du fliegst. Was? Hauptsache, du knallst dir nichts rein. That's why you choose the plane. Der erste Platz ist gut. Alles super gut. Du steckst ihm die Mumus in die Nase. Wer ist erster geworden? Ich war noch eins. Ja, du steckst ihm die Mumus in die Nase. Simon, jetzt du hast her. Gewonnen. Das hätte am liebsten gar nichts Simon, zu tun gehabt. Feierlich. Die hat jetzt auch eine Sonnenbrille, die Kette. komm her. Du hast sie cooler gemacht, du hast sie geupgradet. Wo geht der Kollege an hier? Auf den Drücker. Moment. Wenn du willst, darfst du ja auch cooler machen. Mumus in die Nase oder so. Hier sind die Mumus. Ey, der muss hier nicht mehr. Aber ich hätte von mal. Hier ist die Nase. Aber vielleicht sterbe ich. Ey, wir haben keinen Drucker mehr. Ich find's besser, wenn die noch das Papier drum. Ich denke, ihr macht damit einfach die Wand. Mach mal ein bisschen, verjüng die mal ein bisschen. Du meinst unten dran noch? Alter, die sind richtig dick. Richtig dick. Weite mal deine Nase. Hier, da sehen sie einen handelsüblichen Mumu. Mach mal weit. Kannst du die weit machen? Nein, wir machen das nicht. Kannst du die nicht größer machen? Ach, das geht rein. Mit ein bisschen drehen. Ich dachte, jeder kann das. Man kann doch die Nasenlöcher größer machen. Nein, das können nur Asiaten. Ich versuche, das lohnt sich, den Mumu einzuführen. Es geht. Gib mir den anderen. Gib mir den anderen. Der Mumu. Wenn du willst, mach ein bisschen ab. Kannst du ein bisschen ab? So, mach mal so einen Simon, Kegel. Kau den eben ein bisschen ab. Nein, die sind gefüllt. Warte, halt still. Entspann dich. Ist nicht machbar. Warte, bleib still. Hör auf zu wackeln. Kannst du das ein bisschen anspitzen, Simon? Nein, das war in seiner Nase. Ich fasse das nie wieder an. Entspann dich, Kroh. Damit ich dir den Mumu in die Nase schiebe. Komm zum Jungzimmer. Warte, wir schaben das ein bisschen ab hier. Nein, Mann! Du kannst das auch nicht. Ich bin am besten entspann dich. Oh, ich fühle mich wie so ein Pfahl. Die ganze Zeit. Hier, meiner ist jetzt spitz. Ja, deiner. Das passt. Ja, da ist er drin. Dein Arsch. Oh, ist noch nicht dünn genug. Nach rein! Ist noch nicht dünn genug. Okay, der rechte ist ein bisschen dicker. Das ist ekelhaft, Mann! Das ist echt ekelhaft! Oh Gott, ist das ekelhaft! Oh, ey. Den Bereich der Schande sperren wir kurz ab. Wir müssen unsere Zuschauer schützen. Das sind nur 2 Minuten. Schlimme Sachen. Macht er schon wieder! Er soll aufhören damit! Ich will, ja, was ist diese weiche Füllung da drin, das ist, es gibt nichts, das mehr aussieht wie ein Popel. Warum? Das soll man nicht machen, wirklich nicht. Es gibt nichts, was mehr aussieht wie ein Popel. Also, guck mal, meiner hält noch.
Stell dir mal vor, du schaltest jetzt ein. Fass ihn nicht an, Krogi. Ich will wissen, wann er rausfällt. Sitzt er noch fest? Nein. Es ist Wissenschaft. Oh, schade. Okay. Okay. 2 Minuten. Ja, ja. Ja, wie ein Ehrenmann, wie ein Ehrenmann. Wir sind viel zu dick in die Nase, Alter. Die passen nur ins Arschloch. Nein. Gute Weise. Wir sind viel zu dick für die Nase. Entspanne ja einfach. Mit 4 zu 9. Komm, wir machen das. Alter, sitzt hier so am Bett. Moment, ich spitze mal hier mal. Was soll ich machen? Du hast verloren. Du noch ein Bier? Alle müssten sich auch einig sein. Ja. Du hast verloren. Hab ich nämlich noch? Nee. Doch, schon gerne. Ey, kannst du wieder noch einen Pilz rausgeben? Ja. So, dann sind wir wieder. Herzlich willkommen zur nächsten Runde Jugendzimmer. Oh, Scheiße. Die Sendung, wo Scham... Und ey, wollen wir bitte das beim Grimme-Preis einreichen? Ich mache dazu. Das ist echt eine saugute Idee. Delicious meint, wir sollten das beim Grimme-Preis einreichen. Aber das wenn wir das vorschlagen. Klimasland schlägt vor. Bist du echt nicht? Oh Mann. Jugendzimmer, ey, Regie und Redaktion, Michael Krogmann. Tolles. Sehen Sie, wie er gut performt mit der Mumu? Hast du nee, auch schon? Nee, ich brauche noch. Du? Ja, klar. Aber ich nehme das hier. Ich bleib real, Leute. Ich bleib real. Oh, PT oder was? PT-Power. Ich nehme Schloss, Alter. Patty. Darf ich mal kurz setzen? Ja. Seid mir nicht böse, liebe Leute. Ich muss mich kurz mal hinsetzen. Und das hier erstmal verarbeiten. Das klingt immer so geil. Hast du auch noch was? Nee, hol ich mir jetzt der Kühlschrank ist auch. Ich hab für dich doch wieder mal mitgebracht, Kollege. Willst ich du? Mag kein Vitamalz. Ah, cool. Ich trinke aber noch eine Fanta. Ja. Ey, ich kann nur ernsthaft sagen, ihr müsst den nicht kaputt machen. Das ist nicht die Aufgabe jeder Jugendzimmersendung, den Kühlschrank kaputt zu machen. Ey, das war ich nicht mal. Guck mal, was hier alles drin steht. Ihr, aber der gehört auch zu euch. Ich hab nichts Schlimmes gemacht. Ich bin nicht schuld. Ihr seid alle Klimasland. Ich bin nicht schuld. Ihr habt was erwartet. Was habt ihr erwartet? Es ist noch alles heil. Das habe ich nicht erwartet. Dann muss ganz dringend nochmal jemand seinen Furz anzünden. Das heute nochmal. Aber hier geht gar nichts. Wir müssen noch etwas zerstören. Furz anzünden. Furz anzünden. Furz anzünden. Okay, nächste Spaß. Rülps aber so eklig. Ich irgendwer, du oder Krogi haben gerade gerülpt und. Ich hab nicht nochmal gekusst. Willst du nicht Finger voll weh vom Trommel, ey? Okay. Also, nee. Also, ich fand das Spiel nicht so nice, muss ich sagen. Das ist eine andere Frage. Ich fand's cool. Ich war halt sehr gut. Dein Finger. Der Mann, der nicht spielen will, für dieses Spiel fantastisch. Nein, du bist beim nächsten Mal jetzt einmal dabei. Du kannst dich nicht immer drücken. Das ist total, macht man sich total unbeliebt. Wie wär's mit Battletoads? Also pass auf, wir können natürlich auch mal was fancyeres spielen, wie zum Beispiel sowas wie SSX oder so. Aber das ist nur ein Zweispieler-Game. DJ das heißt, Frozen Kringle hat da einen Vorteil. Dann müssen wir so eine kleine Competition machen zum Ende. So, wir machen so Teams 2 gegen 2 und dann machen wir einen Finalisten. Einer, der über uns alle herrscht. Ich fände alle gegen Hauke ganz gut. Was? Okay, du bist Frozen. Ich mach mal die Playstation an. Habt ihr Bock auf SSX? Einmal Snowboard? Mach einfach von mir aus. Zwei. Sex, Snowboard klar, haben wir ja noch gar nicht. Sex ist gut. Mach rein da. Gut. Scheiße. Können wir danach Tennis spielen? Tennis war Hammer. Ich finde auch was mit Fahren geil. Oh Mann, erstmal auch kurz runterkommen. Wofür steht? Haben wir noch was für Salziges essen können? Ja, ich hätte auch Hunger. Ja, irgendwo waren hier nur diese einen Chips. Ich hätte doch die billigsten. So, die sind super salzig, ja. Ich habe extra die billigsten Chips von früher gekauft. Die kosten nämlich 65 Cent beim Netto. Ja, da ist eben jemand draufgefallen. Ach ja. Das finde ich auch eigentlich ungenügend, ne? Das Essen hier. Chips? Ja, warte mal. Ja, hier deine Mutter soll mehr essen. Deine Mutter kann auch mal. Ja, wieso hat sie denn nicht gekocht? Mehr machen. Hat sie Gabi nicht gekocht? Ich habe gehört, Gabi kann sehr gut kochen. Sie kann sehr gut kochen, aber sie ist auch schon längst natürlich. Was ist dein Lieblingsmama-Essen? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. Was dein Lieblingsmama-Essen ist. Ich überlege ganz kurz.
Es gab viele Dinge, die es bei uns zu Hause gibt, jedem immer. Das ist zum Beispiel Spinat mit Kartoffeln. So, ne? Neben Schlägen, auf jeden Fall Spinat mit Kartoffeln. Oder auch sowas wie so Eintöpfe. Ich bin so ein Eintopfkind. Ich weiß, viele hassen das, aber ich finde es geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde das auch geil. Ich finde es geil. Aber auch so, weißt du, so Königsberger Klops oder so. Ist auch nice. Ist alles geil. Auf jeden Fall. Kapern, mein Freund. Kapern. Kapern ist das nice. Oh, auch lecker, ey. Wirklich. So Fisch, oder? Das sind einfach so. Nein, das sind so grüne Dinger. Das sind die Augen von irgendwelchen Pflanzen. Das sind die Augen von den Pflanzen. Ja, so sieht das aus. Kapern, Das sind diese Popel bei Königsberger Klöpsen, weißt du? Ja. Diese salzigen. Ey, Königsberger Klöpsen sind auch lecker. Ich glaube, Hackbraten von meiner Mama, das ist richtig lecker. Ey, und was ist da mit Grünkohl? Macht meine Mutter. Ey, Kohlroulade. Das kann sie am besten. Oh, ich glaube schon. Was ist. Oh, deine Mom kocht auch richtig gut, ne? Cool. Ja, also ich habe voll Respekt vor Finns Mom. Finns Mom ist richtig, richtig krass. Für viele kann die aber gut kochen. Aber die kann viel kochen. Ey. Aber was ist das Beste, was sie kochen kann? Das Beste ist jetzt... Hat sie das schon mal gemacht fürs Klimansland? Bestimmt nicht, ne? Ja. Alles geil. Irgendwas mit Soße finde ich lecker. Soßen sind nice, ne? Ja, Soße ist sowas, ich glaube, das macht man einfach irgendwann auch nicht mehr. Das muss man sich machen lassen, so eine Soße, weißt du? Ja, eine richtig gute Soße. Was ist denn eine Soße? Das ist nur was Richtiges zu essen, bloß weich. Ja, also flüssig. Genau. Also braucht gute Definition. Also kannst du super über Reisversätze backen. Das ist eine Kunst. Es ist wie das und das. Ich hab dir eine Dose gefüllt. Ja, es ist ja oder was. Also es ist ja ein richtiges Essen mit richtigem Geschmack und auch Salz. Stimmt schon, ja. Ey, pass auf. Aber dickflüssig. Ihr müsst anfangen, ohne Scheiß. Aber jetzt haben wir so viel von Essen geredet. Ich hab voll Hunger jetzt. Zweier immer, oder was? Ja, sind Zweier Games. Sollen wir nachher noch essen gehen? Wir machen einfach so, der Verlierer gibt ab. Ach, Mann, immer war eine Kerze, auf jeden Fall nicht abgemerkt. Ja, sollen wir? Komm, wir gehen noch essen. Hauke, Finn, wir gehen noch essen. Was gibt's denn? Wir gehen irgendwo, wo es Leckeres gibt. So. Hausmannskost, so deutsche Hausmannskost. Ja, was gut. Immer Mann, das ist die Antwort auf alles. Wenn die wissen, wie viel du sagst, ich weiß nicht. Das klingt nicht so, als ob mein Magen das abkann. Doch, nimm das, Schnitt. War das wirklich so, als wir zusammen da waren? Als wir die ersten 3-4 Male da waren, haben mir die Seele aus dem Leib gereiht. Wirklich? Ich hab ihm die guten Sachen empfohlen. Ich mag das auch gerne. Du musst die Spezialitäten nehmen, das, was ich Magen kann er nur den Turikak ab. Ich finde deine Freunde richtig nett, Michi. danke, Gabi. Du bist richtig nice, Mama. Ich nenne sie Mama, Gabi. Manchmal, ich wechsle, ich variere das ein bisschen. Klar. Ich möchte auch, dass viele Leute wissen, dass sie Gabi heißt. Klar. Ja, ist richtig. Kann ich K.O. die spielen, bitte? Okay. Also wir machen das jetzt dran. Pass auf, wir müssen ja so ein bisschen. Aber das ist nicht gegeneinander, was ihr gerade macht. Das ist Spieler. Nein, eins, doch, oder? Wir haben zwei. Wirklich, wir haben zwei. Habe ich alles falsch gemacht? Ich gehe wieder zurück. Nee, ich vertraue euch. Wir haben noch eine Viertelstunde Jugendzimmerzeit. Das heißt, wir wollen den Sieger des Abends küren. Du musst einfach auch mal aktiv zuschauen. Ach so, wir haben noch eine halbe Stunde. Wir haben noch eine halbe Stunde, den Sieger des Abends zu küren. Guter Mann. Neben deinem Charakter. Sieger des Abends! Also, na, erst wenn er kommt. Also, irgendein ist doch den Song haben wir extra dafür vorbereitet. Guck, ihr holt noch nicht jetzt raus. Das ist einen anderen Song. Mann, verfeuert alles, bevor es so weit ist. Sollen wir nicht lieber Klimansland gegen Rocket Beat? Achso. Ist doch egal. Lass doch lieber Mensch gegen Mensch spielen. Das ist doch automatisch Klimansland gegen Rocket Beat. Alter. Mensch gegen Mensch. Mensch gegen Mensch, ja. Okay, und damit gehe ich in den Videotext. Mach's. Sehr gut. Da schauen wir nach. I find your friends really nice, Michi. Wenn dein Border einen Grab macht, kannst du extra Punkte einheimsen. I find your friends really nice, Michi. Jetzt gib doch nicht kurz vorher ab. Hauke und ich, wir sind beides. Hauke und ich, wir sind sowohl Rocket Beats als auch Klimasland. Aber du bist rein Klimasland. Du musst jetzt spielen. Wer kann über alle herrschen? Das werden wir bald herausfinden. Wer ist denn das? Nehmt das jetzt ernst. Das ist jetzt recht. Stellvertretend. Ein Krieg zwischen Rocket Beans und Klimansland. Ein Klimaanschlag. Ihrer Urform. Simon. Simon hat. Jetzt hört mal. Ihr müsst doch spielen. Okay, geht's. Ihr sollt die Competition ernst nehmen. Was mache ich hier? Ich will sie nur gegeneinander anstacheln. Was hast du ausgewählt? Ich glaube, ich bin links. Also Finn ist links. Finn ist links. Auf der rechten Seite dann Simon. Ja, guck dir das. So lächerlich. Ja, Simon, das hat er gesagt, was ich überhaupt machen soll. Und ich dachte, ich spiele gegen ihn. Das war lächerlich. Ich fahre die ganze Zeit Switch. Ja, ist völlig egal, wie du fährst. Du kannst auch Rollstuhl fahren, bist trotzdem weiter vorne. Ey, warum habe ich die Kamera so weit weg?
Was ist denn los? Du bist eine kleine Ameise. Was ist das? Das war lecker. So ähnlich hätte ich auch gespielt, glaube ich. So ähnlich wie die Finder. Ich hätte auch versucht, so zu spielen. Besser. Ja, ja. Oh Mann, fuck, ey. Shit, direkt hier auf Mögel. Oh Mann, so. Aber jetzt fährt Simon ganz los. Simon! Du bist falsch! Simon! Da ist er! Oh nein, jetzt holt er auf. Ja, nicht Simon, du kannst ihn noch nicht. Guck mal, wie schön hier. Das schöne Grünkohlessen. Das finde ich geil. Ja, oh. Auch schön mit Pinkel hier. Also jetzt mal ernsthaft. Ändert sich dann die Perspektive noch? Slopestyle. Bleibt das jetzt so? Ich weiß, dass die ganzen Begriffe... hey, shredded ein bisschen durch den Powder, Alter. Ey, du bist so ein Jerry, Simon, Alter. Ah, ja. Lieber Jerry, wenn du eine kleine... Hast dir das nicht gefallen? Wenn er einen Gaper-Gap sieht. Du hast so einen Gaper-Gap, Simon. Ich finde, Simon fährt ganz stoke. Genau. Maul halten, jetzt. Alter! Was war das denn? Oh Mann, das geht gar nicht. Ich bin immer noch Sechster. Aber habt ihr Punkte und Position ausgewählt oder nur Position? Also wenn es nach Punkten geht, ist Simon richtig weit vorne. Ach wirklich? Ja, tatsächlich. Das ist viel mehr. Ja, also das ändert alles. Du hast 6000 Score, okay, er ist nur Sechster und du bist Vierter. Ja, du bist voll der Trick. Ich weiß nicht, wonach das geht. Das könnte schon sein, dass Simon am Ende doch noch gewinnt. Alles ist gut, glaube ich. Die Leute mögen dich. Ja, der hat schon 6000 Punkte. Weil du fährst auch mit mehr Charakter. Ja, das eine. Und... Oh, Lending! Null Punkte! Wieso hat er so viele Punkte? Weiß ich nicht, 6100. Und springen? Ja, wie gibt's nichts zu springen? Alter. Jetzt runter und loslassen! Und loslassen! Nice! Da hat er wieder Punkte gemacht. Da hat er noch mehr Punkte geholt jetzt. Der weiß, wie es geht. Ja, und wo war jetzt? Finn Kliemann hat keine Ahnung. Jetzt ist er der Absperrung. Finn Kliemann. Lass dir nichts anmerken. Wie Tricks gehen. Verkaufst den Leuten das Trick. Da muss ich echt schon sagen. Und du bist wieder drin. Oh, Schatz. Oh, verdammt. Mehr war, ich bin zu sehr jetzt. Ich bin abgelenkt. Und ich sehe nichts. Ich erkenne nichts. Wirklich, ich sehe einfach nichts. Die Punkte sind nur extra. Ja, aber wie kann ich die Kamera mal verändern? Warum ist das so scheiße? Guck, du warst so links viel mehr als rechts. Nein, guck mal, wie Simon fahren muss. Simon sieht das von voll weit weg. Kann dir nicht mal einer erklären, wie die Kamera geht? Ich weiß das auch nicht. Ihr tut so, als wäre nichts. Dabei sehen wir doch alle. Ja, warte. Also ich hab's wirklich jetzt erst gesehen, das ist ja unspielbar. Ist er so klein? Was passiert denn bei dir? Ich weiß es wirklich. Guck das an. Es hört nicht auf. Er legt einfach mal dahin. Ist er so klein? Der ist einfach nur klein. Kannst du nicht mal da raus? Ey, nein, du musst spenden. Du musst fachgerecht spenden, das Spiel. Ja. Ja, das geht nicht anders. Das ist Jugendzimmer Ehrenkodex. Aber du kriegst es nicht hin. Ich wollte gerade sagen, weil er ist... Ob das soll ich denn machen? Ich fahr da raus jetzt. Ich drück X. Jetzt. Andere Richtung. Da ja, du bist leider genau falsch gefahren. Guck mal, der hat den Scheiß Olli 84 Punkte bekommen. Ich Simon, nur was, Simon geht woanders hin. Unfassbar. Guck mal, meine eigene Party, Leute. Was geht ab? Guck mal, jetzt ist er weg. Ich komme. Nein. Kannst du nicht irgendwie resetten oder so? Das ist so beschissen. Aber guck mal, er ist so klein. Guck mal, das Publikum ist auch größer. Was ist denn passiert? Kannst du nicht, fahr doch hinter der Tribüne. Hab ich einen Cheat erkannt? Wieso ist er so klein? Der ist nicht viel kleiner, der hat nur einfach rausgesucht. Ey, jetzt mach du mal. Jetzt mach einer von euch. Hier rausfahren einfach. So ein Scheiß. Alter, guck dir doch mal die Zuschauer an. Aber die Zuschauer sind viel größer. So einfach. Du musst eigentlich nur... Hier, geh zurück. Du musst Stern bringen. Okay, ja. Ey, wenn du jetzt noch gewinnst, ne? Was ist jetzt passiert? Jetzt wieder groß. Was ist los? Jetzt wieder klein. Jetzt wieder groß. Guck mal, er kann viel mehr Tricks machen. Ja, er macht echt viele Tricks. Naja, du springst und dann machst du halt einen Kasten oder R1 oder irgendwas. Ey, ja. Wer hat jetzt gewonnen? Ja, das sehen wir jetzt. Das bin ich jetzt auch gespannt. Naja, sechster Platz ist nach 5. Wer ist wer? Spieler 1. Du bist Spieler 1. Du Mobby? Nee. Du bist Mobby. Du bist Mobby. Aber vor dir ist Khan, Juancho, Trianim und Easy M. Hey, wie kann das? Juancho. Okay, ich finde das muss ich. Ja, ich bin Mac. Jürgen ist aber auch noch vor dir. 4 und 6, die Punkte 10, scheiß drin. Ihr müsst das wiederholen. Das ist ja voll kacke. Oh, nee, nicht nochmal, oder? Das ist doch ein volles dummes Spiel. Das ist echt voll doof. Ich mach ein Ian. Was denn? Ja, wie, was denn? Das ist wirklich voll doof, dass die Punkte nicht zählen. Wozu macht man denn überhaupt nichts? Okay, warte, du hast recht. Hauke hat recht, stopp nochmal. Abbruch. Aber warum spielen wir überhaupt? Guck mal, wo schon wieder. Abbruch. Wir müssen nach Punkte spielen. Nein, es muss nach Punkte spielen. Jetzt mach ich den Ian. Was denn? Ich kann das nicht. Genau. Ach, vertritt mich einfach. Okay. Nein, wir müssen das auf Punkt spielen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Spiel finden, wo wir den endgültigen Sieger festlegen können. Sehr okay.
So läuft das hier ab im Jugendzimmer. Können wir nicht einfach sagen, dass ich gewonnen habe? Nee, also ich würde mich darauf einigen. Heute geht das nicht. Nein. Wie geht das hier? Ich habe keine Amerika drin. Abbruch. Wir werden immer weniger. Ja, die Leute wissen, was du machst. Ja, Rage so, jetzt komme ich mal zu dir. So, jetzt machen wir eine geile Trick-Abstreitung, okay? Alles nicht klar. Sehr stabil, das Bett. So, was geht ab hier bei Twitter? Da habe ich schon gesehen, Platz 4 eben tatsächlich auf den Twitter-Charts. Platz 4 ist ganz passabel, meine Freunde. Ihr habt das gut gemacht. Glutamat, ich bin stark. Ich bin allergisch gegen Glutamat. Einzelspiel hast du gemacht. Zwei Spieler. Also, jetzt fängst du an. Oh, sie reden im Chat über Essen. Jetzt habe ich wieder Hunger. Ja, ne? Ich habe die ganze Zeit auch Hunger. Ich bin der. Du hast immer Hunger. Was schreiben die denn da? Wollen die essen? Ja, nein, die reden über die von Krutzenbraten mit Soße und so, und Knödel und so. Sicherheit. Kapern die den Frieden lässt. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Kapern die auch nicht. Egal, ja. Ey, Paul, wir brauchen gleich schön Sound hier. Wir brauchen das Feeling, okay? Glutamat. Glutamat. Nice, geil. Okay, weiter. Und jetzt müssen wir aufpassen. Das können wir nämlich gleich einstellen. Wir wollen nämlich ein, was wollen wir denn machen? Show off. Sammle mehr Trickpunkte als die angezeigten Medaillenpunkte für Gold. Ja, das waren nur Trickpunkte, oder? Na gut, okay. Anna. Ich weiß ja nicht, wie Tricks gehen. Keine Zeit, das. Keine Punkte, fahr weiter. Wie du möchtest. Nee, das machen wir nicht. Wir wollen Rennen oder Show off? Nee, Show off. Rennen ist okay, lame. Okay, Show off. Show off. Ja. Jetzt geht's um Punkte, Leute. Das erste Match des heutigen Abends, eben, was hatte ich gezählt. Jetzt geht's ab. Bertha. Hauke gegen Krugmann. Wer jetzt verliert, fliegt erstmal raus. Ist das so? Oh, ja. Sehr gut. Fliegt raus. Ja. Oh, wie raus? Aber nee, aus der Wohnung. Nein, natürlich. Gabi hat immer. Der fliegt raus. Gabi hat immer Platz. Gabi hat immer Platz. Das wäre geil, wenn ich gewinne, du fliegst aus deiner Wohnung. Wir spielen ums Recht, okay? Okay. Mach die Mucke schön laut, das muss richtig kicken. Okay, ich behaupte, die Erde ist eine Scheibe. Wenn ich gewonnen habe, ich recht. Auf jeden Die Erde ist ein Tetraeder. Über was hat man denn damals so gestritten? Dass irgendwelche Musiker irgendwas gesungen haben oder so? Das ist neu. H-Blocks. Ich bin H-Blocks-Fan. Stimmt. Wenn ich gewinne, darfst du nie wieder eine H-Blocks-Platte kaufen. Okay. Ich finde Guano als scheiße. Oh, Alter, dann darf ich nie wieder eine Guano H-Platte kaufen. Das trifft mich richtig hart. Guck mal da. Von der Elfsand ist mega geil. Ja, auf jeden Fall. Womit fährt man hiermit oder damit? Oder Lord of the Boards? Lord of the Boards. Ja, stimmt. Okay, wie geht's ab? Mac! Trick Party, wo bin ich? Ich bin da. Lass die User abhängen! Oh, bitte! Alter, geiler Butter, Alter. Alter, ich weiß nicht, was du hast. Fahr nach links, fahr nach links. Mach ich. Bist du links, oder? Fuck, aua! Ey, wie spricht das? Okay, ich bin auf dem Zwerg! Ich bin auch klein! Egal, das ist gut, wenn du es von weiter weg siehst. Okay, pass auf. Oh ne, das war nicht gut. Ach, ich fahr in die falsche Richtung! Boah, egal, alles gut. Egal, Punkte. Alter, Punkte! Ja, Denk an den Mondball tragen. Wo du die Treppe gefahren seid. Alter, ihr, die fresher als deine Alte. Alter, ich weiß nicht, ich hab's ja auf jeden Fall fresher als deine Alte. Ach nein! Wie machst du Tricks? Scheiße, gar nicht, verdammt es nicht! Doch, verlassen wir. Ich will das wissen. Ich stelle nur. Wer ist von du bist Platz 1 auf, ne? Ich bin da links, ja. Das ist wichtig, dass das so bleibt. Ja, ich versuch's. Aber ich fahre hier runter. Okay, 450 Punkte. Wie geht's weiter? Weiter geht's. Ja, der Hauke macht das gut. Jetzt. Ist egal. Jetzt mach ich. Pass auf. Ja, schon. Okay, so geht das. Okay. Oh, Alter. Oh, okay, jetzt nicht. Aber musst du es hinkriegen. Jetzt dann. Ja, die letzte Chance. Und komm, yeah. Ja. Scheiße. Und da haben wir nochmal. Wie kann ich denn erst fahren? Einen habe ich noch. Punkte. Bleib vorne. Ich dachte, ich mach einfach nur einen richtig billigen nur die Punkte. Alter, war der knapp, ey. Sam, du Fakey. Erster, zweiter. Das war ein knappes Ding. Bringt den nächsten Gegner für Hauke rein. Wo ist die Kette? Krass. Wer gewinnt? Wer ist gerade am Führen? Ich bin jetzt dran. Ist der nächste dran, der gegen Hauke antritt. Ist das jetzt best of in alle? In dem Spiel? Ja, okay. Best of alle. Wir spielen jetzt das Spiel, da machen wir jetzt den Gewinner der Kette. Zählen jetzt Punkte oder ja. Wer? Punkte. Aber gerade eben war Hauke erster. Und? Ja, weil er mehr Punkte hatte, tatsächlich. Also, okay. Wir haben schon. Ich bin gar nicht hochgeflogen. That's a flag. Nee. Kein Meter. Du kannst ja den Grind. Ach, fuck, man darf da nicht wieder drücken, okay. Wir sind ungefähr gleich beschissen. Was, ich hab noch 0 Punkte und du? Ja, ungefähr auch. Sehr gut. Rum, ich komme.
Gegner. Wo bin ich scheiße los hier? Oh, ich bin schon wieder von der Strecke runter. Fuck, wieso hält er mich denn so lange? Ich hab vor 2 Minuten losgelassen. So ein Scheißdieb, ey. Ich kann nix. Oh, geiler Macker, geiler Macker. Wie geht das, wie geht das? Ey, Ian, die musst du alle wieder einsammeln. Die kannst du nicht einfach jetzt hier Riot. Die muss irgendjemand einsammeln. Erhöht der Schwierigkeitsgrad. Kriegt gar nichts geschissen. Erhöht der Schwierigkeitsgrad. Ich sag's nur. Wer ist auf Platz 1? Ich mach es ruhig, aber die müssen wieder zurück. Ist so. Gabi macht das nicht. Mutti macht mega Stress. Yes! 2000 Punkte. Oh, Alter. Und nochmal welche, und nochmal. Oh, Mann. Fick dich weg, 4270, 4770 zu 4175. Oh, shit. Die waren 600 weg. Punkte, Trennplatz 1 und 2. Was wird passieren? Ändert sich im Moment noch nicht. Oh, jetzt gab es Punkte. 5.700 zu 4.900. Mann, ey! Mann, ich kann dich auch holen. Und der Hauke macht die 6.000 voll. Noch, was komm, mal hin, machen. Ja! Scheiße! David, der Besitz des Klimaslandes gegenüber auf Hauke. Komm zu mir auf die Loserbank. Komm zu mir auf die Loserbank. Hier, Frust essen. Hast du? Ja. Ja, bringt den nächsten Gegner für Hauke. So, bringt den nächsten Gegner. Na gut, ich werde ihm einen Versuch gewähren. Was ist viel einfacher, das für dich ist, wenn du mich nicht schlägst. Ja, der ganze Sermon ist schon weg. Die Deppen. Okay. Und meine Herren. Wow. Aber du hast Erfahrung jetzt. Du hast es ein paar Mal gemacht. Wie kann man springen? Nimm ernst. Mit A gedrückt halten, ich bin mal fair und sagst hier. Ich habe einen PlayStation-Controller in der Hand. Ach so. Drösel. Okay, Kasten ist auf jeden Fall. Ich springst du. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, sie wollen wieder mehr Haufen. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Die wollen gleich laufen. Ja, ne? Ja, wir müssen mal wieder Haufen machen. 84. Haufen ist das Beste. Ich liebe Haufen. Ein gut. Oh, scheiße. Oh, Kaffee. Scheiße. Wir haben ein Problem. Jetzt. Was geht ab? Du hast 3000 Punkte, ich hab nur halb so viel. Hast du noch was für den guten Punkte? Bitte? Und? Hast du noch was für den guten Punkte? Scheiße, gefallen! Irgendwo war das. Das ist einfach so. Ich hab auf der anderen Seite. Ja, natürlich! Ich will, dass ihr gewinnt! Achso. 1000, Alter. Na, warte mal. Yes! 400. Den mach ich! Yes! Alter, was geht ab bei euch? Die Hauke! Nein! Wow. Shit! Die 10.000 mach ich noch! Sie macht 5.000 Punkte, schaffst du jetzt ja wohl! Oh! Das hat ja gar nicht geklappt! Ich kann nicht! Oh, jawohl! Alter! Und damit sehen wir, es wird jetzt das Finale! Ian gegen Hauke! Und jetzt geht's nur noch mal richtig ab, oder Ian? Was hat die Brille? So, Ian, komm! Ich jetzt? Ja. Ja. Einen müssen wir noch, dann habe ich alle weggeputzt. Echt jetzt? Ja. Geil ist, wenn Ian jetzt gewinnt. Ja, ne? Wie geht denn das? Ich mache mir die Arbeit. Aber wie geht das? Okay, warte, mach die Mucke aus. Oh. Jetzt bin ich an Punkt, ich will nur noch gewinnen. Ich kann dir nicht mehr helfen. Ich habe keine Ahnung. Episch. Bin ich rechts? Ja. Ja, das ist für heute. Aber das Game. Warum ist das passiert? Oh, ich bin auch immer noch nicht viel besser geworden, muss ich ehrlich zugeben. Wie kann ich Tricks machen? Muss ich über Lampen fahren oder was? Oh, das war ja scheiße, das war ja scheiße. Oh, 2000 zu 0, Alter. Ja. Ja, kann mir einer erklären, was man hier machen muss? Ich hab keine Ahnung. Tricks, Alter! Ja, keine Ahnung. Wie geht denn Tricks? Schönes Trick, Gewinner! Ich glaube, ich wechsle nur die Kamera, kann das sein? War das ein Trick? Das war ein cooler Trick, oder? Willst du mal einen Trick sehen? So den Trick! Das ist ein cooler Trick. Jetzt mal gleich. Warte, okay, zeig. Alter, hier. Ja, ich weiß nicht mehr, wo denn Kassen? Den nehme ich mit. Hab ich schon einen Trick gemacht? Fuck, hab ich schon einen Trick gemacht? Warte, ich mach jetzt. Warte, ich mach einen Trick. Ich mach einen Trick. Ist das ein Trick? Okay. Wieso kann ich keine Tricks machen? Ich weiß nicht, wie es geht.
Einfach rausspringen. Der macht ja, also der bringt richtig die Punkte. Oh Gott. Bring auf das Rail da rein. Der ist unglaublich gut. Ja, ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ja, hier drauf, klar, muss ich hier drauf, muss ich hier auf diese blöde Kacke. Die nehme ich noch mit, die nehme ich noch mit. Wieso gibt's nicht noch mehr, Milena Kacke? Noch mal 1000 Leute. Alter, Alter. Hab ich ein cooles Trick. Ich will noch einen, ich will noch einen, ich will noch einen! Er will noch einen! Nee. Schlag ihn nicht mehr vorbei! Oh, und damit haben wir keinen. Einen Sieger! Wow! Mach die Siegesmusik! Wow! Auke ist wieder der Beste auf der Welt, auf der Welt! Oh. Auf der Welt! Geil, Mann! Hey, Hauke! Das ist das letzte Mal, dass ich meinen Haupt vor jemandem senken muss, als offizieller King. Hauke Gerdes, sag die Gitarre an. Hauke G, Alter. Okay, Leute, Hauke und Big G. Hauke Gerdes. Hauke Gerdes. Hauke Gerdes. Selber. Was wir jetzt damit machen, jetzt unterschreiben wir das alles, alle, ja, ne, wie alle, die wir hier sind, und alle meine Gäste vom Jugendzimmer unterschreiben da auch. Ja. Dann machen wir so einen geilen Wanderpokal am Ende. Oh, das ist geil. Das finde ich auch richtig cool. Dann können wir das zu einer Priesterin geben, dann geht da so Voodoo-Zauber drauf. Oh ja, das habe ich auch gerade gedacht. Wer es unfair bekommt, wird ja, verflucht und Pimmel fällt ab. Absolut. Ja, ja. Klingt dein Korn oder was? Dein Korn. So, was ist das? Dann ist die Sendung zu Ende jetzt. Mach ein bisschen Mucke, lass mal kurz rumhängen. Was ist das denn hier? Ey, das ist das Ding aus deiner Nase, Alter. Ja, da bin ich voll reingetreten. Ich mach gleich in dieses Tüchlein rein. Müssen wir alle unterschreiben? Ja. Blutarme. So. Ja, mach, ich weiß ja nicht, warum schön. Hier, mach doch. Hier. Hey! Komm, mach mal in Ruhe, ja? Soll ich? Ja, gerne. Paul, einmal Mund aufmachen, bitte. Ich weiß nicht, wo die ist mir eine Ehre. Dankeschön. Und zwar habe ich schon was Schönes hier vorbereitet. Dankeschön. Noch einen schönen Song. Guck dein Magis aus, Junge. Glutamat! Guck dein Magis aus, Junge. Junge. Meinst du, kriegst Ärger von deiner Mama, wenn die das Zimmer so findet? Geht mein Mic denn wieder? Willst du mal ansprechen? Es sind auf jeden Fall eine Menge Momentaufnahmen in dieser Show entstanden, die aus dem Kontext gerissen mehr als eigenartig wirken können. Hast du mich denn eben gehört, was ich gesagt habe? So ist Simon. Also mir war wichtig, so dass du dieses Nummernschild hier... Simon hat er sich wieder fett. Dass wir da alle unterschreiben. Pitz, du der kleine Simon. Okay, warte, mach ich eben. Simon! Ja. Du musst dich verabschieden, die Sendung ist vorbei. Aber nicht auf die Roy Berry-Brille. So, danke. Und da machen wir dann einen schönen Wanderpokal draus. Und ich dachte zum Ende, pass auf, ich habe noch so ein schönes Lied hier. Das zeige ich nochmal kurz. Ja. Aber jetzt erstmal, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Hey. Ja, danke für die Einladung. Ich habe immer Arsch gefasst. Komm her, komm doch auch her. Okay. Komm doch auch mal her. Komm doch auch mal her. Komm her. Komm doch auch mal her. Mach schnell ein Foto, mach schnell ein Foto. Haufen! Das Bett geht kaputt! Ihr müsst aufpassen! Das wird kaputt gehen! Oh Gott! Ganz klassischer Schluss! Ganz klassischer Schluss! Also eigentlich. Das Bett ist wirklich kaputt gegangen, ne? Also eigentlich wollte ich noch ein bisschen was Nettes sagen, aber ich mach's einfach noch ganz kurz. Ihr seid alles die Geilsten. Es war ein sehr schöner Abend. Ich hoffe, euch hat's gefallen, wenn ihr irgendwie. Wo gibt's? Wo ist die auf Planet Universe? Aber hören Sie? Ich finde, wir brauchen am Ende einen Song. Auf jeden Fall müssen wir am Ende. Ich finde, ehrlich gesagt, das auch ein ganz. Ich bin mit dem Screen. Alles nur noch Kacke. Ja, eigentlich wollte ich Musiker machen, das wird chill noch ein bisschen, aber ich mach das noch kurz. Weil wir haben ja nur 8 Minuten, die ziehen wir auch durch. Komm, nimm das. Die 8 Minuten nehmen wir noch mit.
Oh, ja? Ja, ey, das war nicht ich. Ja, toll, jetzt ist Bett kaputt gegangen. Nein. Finn Kliman hat das Bett. Was machen wir denn jetzt? Stopp den Mann. Ist vorbei? Was machen wir denn? Machen wir Musik oder was? Was hast du denn eigentlich vor? Nix. Das ist cool. Eigentlich müssen wir jetzt natürlich aufräumen als echte Jugendzimmer-Experience. Komm, wir räumen auf. Nee, ey, das soll ein Gefecht sein. Doch, wir können aufräumen, während wir uns unterhalten noch die 8 Minuten. Keinen Bock. Ich kenne mit dieser Trommel. Oh, ich hab jemanden herausgefordert, mit dem ich nichts zu tun habe. Bock. Ich will auf deine Trommel hauen. Keine Bock. Oh, voll. Hey, mit der Bulti-Mann, Bulti-Mann, Banana. Wir haben Gold und die Banane. Hey, mit der Bulti-Mann. Ich hab deinen Lieblingsposter. So, wollen wir hier noch ein bisschen sauber machen, oder? Ja. Ich habe irgendwie Schiss, dass du mich. Wir machen das in Klimansand ja immer so. Eine Stunde wird am Ende eingeplant für Aufräumen. Oh. Das ist ja schön für euch. Noch hier ein bisschen sauber. Oh. Glutamat. Glutamat. Ich baue die wieder auseinander und tue die zurück in die Packung. Ich habe ganz viele. Wir räumen auf! Die Bude muss sauber sein! Sauber sein, sauber sein! Wir räumen auf! Die Bude muss glänzen! Glänzen! Wir räumen auf! Auch der Typ hier! Mein Gott, ich schätze! Wir räumen jetzt auf! Wir räumen jetzt auf! Ich hab mit der Kette geschlagen. Das ist nicht aufräumen. Durchs Gesicht. Aufräumen! Das ist aufräumen! Aufräumen! So ist es männlich. Da will nachher der Krugi noch drin pennen. Ich wollte gerade sagen, Krugi muss hier pennen. Ich mach die Musik, das reicht auch. Klar. Jeder hat sein Teil. Wo ist denn meine Brille? Da vorne. Das ist auch Bier aus. Ja. Du, ich mach aus der Trommel hier einen Mülleimer, okay? Okay. Wie wär's mit meinem letzten Drei schon was? Jemand in der Nase! Ja. Spiel den Scheiß Song nochmal! Ich will den Eck nochmal hören. Aufräumen ist mega gut! Also, wir räumen jetzt wirklich auf, oder was? Mega gut! Mit meinen Freunden empfinde ich ganz viel Mut. Ich gehe richtig gut auf die Bühne, bevor ich türme. Wir gehen nochmal das mit dem Huhn. Achso. Hey Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Und ihr seht, deine Tiere sind so cool, nur eins ist doof. Ist doch das Rap-Huhn irgendwie. Ja, aber wie geht das nochmal? Warte nur noch. Das Rap-Huhn. Na komm. Sehr gerne, danke. Ja, schön. Ja, ohne Scheiß.
tschüss. Lass die Abschlussbild machen, geiles. Komm, wir machen gleich eins. Komm, wir machen das aus hier. Paul! Thomas! Jungs, wir machen Gemeinschaftsding. Denk dran! Wir müssen runter, 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 runter